Ja, guten Morgen allerseits. Ich freue mich, Sie alle wieder oder zum ersten Mal zu sehen. Wir gehen ja jetzt mit viel Schwung in diesen letztendlich dritten familienpolitischen Tag neben den Schwung der Gala und des gestrigen Tages mit. Der Tag, wo wir den Fokus auf die einzelnen Themenbereiche gelegt haben und heute weiten wir den Blick nochmal, nehmen nochmal zwei andere Perspektiven auch mit in unsere familienpolitischen Überlegungen hinein. Wir tun das zum einen jetzt am Morgen, indem wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, ins restliche Europa, wie schaut es eigentlich da aus mit Familienpolitik, mit Gleichstellung, und freuen uns auf die Keynote, wo uns Herr Rumpf, der es nicht weit hatte, die OECD ist gleich gegenüber, ein bisschen einführen wird. Und am Nachmittag, bevor wir auseinandergehen, werden wir auch noch mal ein bisschen konkreter schauen auf die Länderebene. Wir werden mit Christiane Rohleder, die Staatssekretärin aus dem Familienministerium in Rheinland-Pfalz haben, mit der wir, ich will mal sagen, den Sack zumachen werden auch, aber eben auch noch mal die wichtige kommunale und Länderperspektive mit reinnehmen wollen in unsere Tage hier. Und dazwischen wollen wir starten nach dem Mittagessen mit den Weltcafés. Es wird dann eben konkret auf Länderebene, konkret in den Kommunen und wir eben auch dann ganz konkret nochmal zu einzelnen Vorschlägen, die Sie jetzt schon aus dem Familienpolitischen Manifest kennen. Da freuen wir uns, wenn wir auch von Ihrer Expertise nochmal profitieren dürfen und einzelne Vorschläge dann ganz konzentriert nochmal diskutieren. Auch da müssen Sie sich jetzt noch keine Gedanken machen, wenn es dann soweit ist, wird Frau Streidel auch nochmal was zum Verfahren sagen. Von mir vielleicht, auch das kennen Sie von gestern schon nochmal, der Hinweis, Sie würden uns wirklich weiterhelfen und einen großen Gefallen tun, wenn Sie den Evaluationsbogen ausgefüllt heute, bevor Sie unser Haus verlassen, gerne unten in die entsprechenden Boxen werfen würden, damit wir einen Eindruck bekommen, was Sie gut fanden, wo wir besser werden können. Schon jetzt herzlichen Dank dafür. Ja, und dann möchte ich Ihnen gern, ich hatte schon gesagt, Herr Rumpf von der OECD wird jetzt einführen in den Tag, eine Keynote. Und Herrn Rumpf möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Er ist seit 2006 bei der OECD in unterschiedlichen Funktionen. Momentan oder derzeit ist er Pressesprecher und stellvertretender Leiter der OECD Berlin. Er hat Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Philosophie in Berlin und Genf studiert, lange Zeit auch im Europäischen Parlament gearbeitet, auch journalistisch tätig gewesen als EU-Korrespondent für Dow Jones in Brüssel und als freier Journalist mit Schwerpunkt Europa und Wirtschaftspolitik. Herr Rumpf, wir freuen uns sehr auf Ihre Keynote. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Einleitung in nachbarschaftlicher Verbundenheit. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Ergebnisse unserer Arbeit zu dem Thema vorstellen kann. Und ich muss mich gleich entschuldigen, dass wir mit dem Titel eine Überlappung zu dem gestrigen Beitrag hatten. Vielleicht ist das unserer Einfallslosigkeit geschuldet, aber wir haben auf jeden Fall auch für unsere Studie zur Partnerschaftlichkeit den Titel Dare to Share gewählt. Und vielleicht einen kurzen Hintergrund zu der Studie. Die Studie ist entstanden im Auftrag des Familienministeriums und wir haben die vor rund
zwei Monaten vorgestellt, hat vielleicht auch ein gewisses Presseecho erfahren. Insofern sind vielleicht der ein oder andere mit den sozusagen Grundthesen vertraut. Und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, indem ich Ihnen Ergebnisse aus der Studie vorstelle, um ein bisschen den internationalen Rahmen auch für das Thema zu setzen, weil das ist so ein bisschen unser Kerngeschäft. Wir vergleichen gerne Länder und wir machen das auch gerne auf Basis von Indikatoren und Daten und versuchen auf der Basis dann eben Politikempfehlungen zu erarbeiten. Und so soll es auch in diesem Fall sein. Das ist auch das Konzept oder der Ansatz dieser Studie. Und naja, bevor ich Sie mit allzu vielen Daten und Statistiken dann sozusagen Ihre Aufmerksamkeit fordere, vielleicht ein paar Bilder zum Einstieg. Partnerschaftlichkeit ist ein Balanceakt zwischen den Paaren in der Familie, muss ausgehandelt werden. Und natürlich stehen da verschiedene Ansprüche gegeneinander, die die beiden Partner dann haben, sei es was die Betreuung der Kinder angeht, sei es was den eigenen beruflichen Erfolg angeht. Aber ich glaube, das Bild macht das so ganz schön klar, welche Themen da aufkommen. Aber man kann das natürlich auch so ein bisschen mehr abstrakt in verschiedenen Dimensionen darstellen. Und das ist so eine Sache, die habe ich mir auch aufgrund des gestrigen Tages ein bisschen überlegt, dass man vielleicht da unterscheiden sollte zwischen den verschiedenen Dimensionen. Und ich bin jetzt auf drei gekommen. Das ist quasi so ein Angebot von mir, wie man das vielleicht auseinanderstellen kann. Also wir haben bei dem Thema Partnerschaftlichkeit natürlich das Wohlbefinden innerhalb der Familie. Und das gilt dann eben für alle Mitglieder der Familie, Eltern wie Kinder. Da ist das Thema Betreuung, sind die Kinder gut betreut in der Familie oder außerhalb? Da ist die Aushandlung innerhalb der Familie, wer macht was, wer macht welche bezahlte, welche unbezahlte Arbeit, welche Auswirkungen hat das auf das Gleichgewicht innerhalb der Familie? Das wäre da eine Dimension. Die andere Dimension, die damit verbunden ist, aber vielleicht ein bisschen weitergeht, ist diese Frage der eigenständigen Existenzsicherung für beide Partner, aber in der Regel geht es eben um die eigenständige Existenzsicherung von Frauen. Das spielt innerhalb der Partnerschaft eine Rolle, aber natürlich auch und vielleicht noch stärker, wenn eine Partnerschaft auseinandergeht. Ja. Und da kann man sich ein paar verschiedene Fragen stellen. Ist das eine Sache, wo man als Staat eingreifen muss? Wo man vielleicht Menschen dazu bringen soll, sozusagen diese Vorsorge auch zu treffen, weil sie in dem Moment, wo sie die Partnerschaft eingehen, vielleicht über die Folgen nicht so ganz sich im Klaren sind oder das auch nicht so weit denken. Ich meine, das haben wir in anderen Bereichen ja auch. Wir haben ja einen Zwang zur Krankenversicherung, wir haben einen Zwang zur Rentenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung. Warum nicht auch hier sozusagen staatlich Maßnahmen ergreifen, um eine solche eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten? Also das ist die zweite Dimension. Und die dritte, es ist natürlich, diese Partnerschaftlichkeit hat auch gesamtgesellschaftliche oder gesamtwirtschaftliche Effekte. Da ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen spielt da eine Rolle, die ja auch Auswirkungen darauf hat, inwieweit angesichts der demografischen Entwicklung, die wir in Deutschland haben, wie weit Sozialsysteme, aber auch staatliche Dienstleistungen oder überhaupt Wohlstand gesichert werden kann. Also das ist sicherlich auch ein Aspekt, der in dieser Diskussion rund um Partnerschaftlichkeit eine Rolle spielt und auch letztlich ein Aspekt, der politische Handlungen dann oder politisch Handeln fordern kann oder rechtfertigen kann. Und das hat letztlich auch noch die Dimension, wenn es so ist, dass Partnerschaftlichkeit in der Familie auch dazu führt, dass mehr Menschen sich dazu durchringen, Kinder zu bekommen, dann hat das natürlich auch gesamtgesellschaftliche Effekte, die man auch wiederum gewichten kann, ob man die so wichtig findet. Aber auch da könnte man sagen, naja, über das individuelle Wohlbefinden oder das Wohlbefinden in der Familie hinaus kann es aufgrund dieser Effekte durchaus auch sinnvoll sein, Partnerschaftlichkeit zu fördern. Also man hat die drei Dimensionen, die ich jetzt hier so vorstelle, die eine große Überlappung haben, aber vielleicht nicht an jedem Ende im Einklang sind. Also nehmen Sie das Wohlbefinden der Familien und die gesellschaftlichen Effekte. Da kann ich sagen, von der gesellschaftlichen Seite könnte man sagen, naja, je mehr Frauen und Männer besonders viel arbeiten, das ist gut für die Sozialversicherung, für die Steuereinnahmen, für die Produktivität, brauchen wir und das müssen wir maximieren. Aus Sicht der Familie ist das vielleicht nicht unbedingt der angestrebte Zustand. Also es gibt eine große Überlappung, aber es ist nicht deckungsgleich. So,
Naja, jetzt nochmal enger zu dieser Studie, in der wir letztlich untersucht haben, uns dargestellt haben, wie die Situation in Deutschland heute ist, was Partnerschaftlichkeit angeht. Und da geht es eben im Wesentlichen um die bezahlte und unbezahlte Arbeit, deren Verteilung innerhalb von Familien. Und natürlich auch dieser Aspekt, dieser gesellschaftliche Aspekt, wie wirken sich verschiedene Politikmaßnahmen, die ergriffen wurden, aus, wie ist die Situation in Deutschland im Vergleich, und dann auch aus den politischen Initiativen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, vor allem bezogen aufs Elterngeld, was sind die Empfehlungen, um sozusagen auf diesem Schritt oder in diesem Prozess weiterzukommen. Gut, dann fangen wir mal mit der Situationsbeschreibung an, und jetzt kommen die Statistiken und Grafiken, die Ihre Augen auch Ihr Erkenntnisinteresse hier etwas unterfordern werden. Gut, der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, dass sowohl in West- als auch in Ostdeutschland die öffentliche Akzeptanz für die Erwerbstätigkeit von Müttern zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Die liegt, also wenn Sie sozusagen Erwerbstätigkeit insgesamt nehmen, dann nehmen Sie die beiden oberen Balken, das ist sozusagen hier, Mütter sollen gar nicht arbeiten. Also alleine diese Einschätzung hat sich in Westdeutschland von 2002 auf 2012 halbiert. Auch im Osten ist ein Rückgang zu erkennen, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Also es ist mittlerweile auch in der Gesellschaft, sowohl im Westen als im Osten, und ich glaube, die Trennung muss man, wie man dann den Zahlen sieht, immer noch machen, so dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz gibt, auch wenn die Kinder noch relativ klein sind. Ja? Und das ist umso größer, wenn die Kinder dann älter sind, also im schulpflichtigen Alter, dann auch da hat die Akzeptanz für Erwerbstätigkeit und auch für eine sozusagen auch für eine Vollzeiterwerbstätigkeit zugenommen, aber Sie sehen immer noch die großen Unterschiede zwischen West und Ost. Das ist hier sozusagen der Teilzeitbalken, das ist der Vollzeitbalken, und das da unten ist überhaupt nicht. Sie sehen also, im Osten ist sozusagen Vollzeiterwerbstätigkeit bei schulpflichtigen Kindern noch eher sozusagen gesellschaftlich akzeptiert, als es im Westen ist. Sie sehen, der Trend geht in die Richtung, dass das sozusagen von der Gesellschaft getragen wird, aber es gibt Unterschiede zwischen Ost und West. Und wenn man es im internationalen Vergleich sieht, nehmen Sie Schweden oder Frankreich, oder dann ist Deutschland da vielleicht noch ein bisschen im Hintertreffen. Aber, und das ist ganz interessant, es gibt so eine Art, sozusagen was die Patterns angeht, einen durchaus Vergleich zwischen Deutschland und den anderen deutschsprachigen Ländern. Also in Österreich oder Schweiz sehen Sie eigentlich ganz ähnliche Situationen, was die Einstellung und auch die Arbeitsteilung angeht, wie Sie es in Westdeutschland haben. So, dann ist es natürlich so, dass in Deutschland, das hatten wir ja auch, klang gestern auch schon an, Sie haben die Erwartung auf der einen Seite, das ist sozusagen die Situation, wie sie ist letztlich mit der Erwerbstätigkeit von Müttern, die hat in den vergangenen Jahren sehr stark zugenommen in Deutschland, wie auch in den meisten anderen Ländern, in Deutschland vielleicht etwas überdurchschnittlich. Aber wie Sie an den Balken sehen, ein Großteil der Erwerbstätigkeit ist eben Teilzeit. Ja. Also wir haben einen großen Anteil an Teilzeit bei der Erwerbstätigkeit. In anderen Ländern ist das anders. Also der graue Balken, sehen Sie, ist dann sozusagen die Vollzeittätigkeit, die andere ist Teilzeit. Es gibt Länder, die haben noch mehr Teilzeit, die Niederlande, und dann ist es Österreich. Aber Sie sehen hier, so gerade bei den skandinavischen Ländern, aber auch bei den osteuropäischen Ländern, ist dann sozusagen, wenn Frauen erwerbstätig sind, eher Vollzeit. Das ist mal die eine Unterscheidung, Vollzeit, Teilzeit. Nun, der Teufel liegt auch da ein bisschen im Detail. Man muss sich auch ein bisschen genauer anschauen, was das denn eigentlich bedeutet. Das sehen wir auf der nächsten Grafik. Also in Deutschland heißt Teilzeit deutlich weniger Stunden als in vielen anderen Ländern. Also Teilzeit ist ja auch nicht gleich Teilzeit. Ich meine, wo stellt man die Grenze? Wie viele Stunden arbeitet, wird dann effektiv gearbeitet? Und interessanterweise ist in Deutschland aber auch für Frauen und Mütter Vollzeit deutlich mehr als in anderen Ländern. Also die Definition, was Vollzeit und Teilzeit ist, ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, die Grenze ist hier so 30 Stunden. Aber Sie sehen, dass eben es in anderen Ländern durchaus
das Vollzeitarrangement gibt, aber mit etwas reduzierterer Arbeitszeit, was natürlich auch es dann leichter macht, Familie und Beruf zu vereinbaren. Wiederum beim Teilzeitbereich in Deutschland es sich um sehr wenige Stunden handelt, die Frauen dann im Durchschnitt arbeiten. Gut, und Sie sehen dann auch, weil wir so viel Teilzeit haben bei Müttern und weil der Anteil, sozusagen die effektiv gearbeiteten Stunden so wenig sind, haben wir eben auch die Situation, dass der Unterschied, was Arbeitszeiten zwischen Vätern und Müttern angeht, in Deutschland besonders groß sind. Und Sie sehen jetzt wieder hier auf dieser, die Grafiken werden jetzt immer komplizierter, Sie müssen ein bisschen aufpassen. Also unten haben Sie, das ist so ein bisschen der Anspruch bei der OECD, das kriege ich auch nicht weg. Also ich bin da noch gemäßigt, aber ich beantworte gerne auch Fragen. Also Sie sehen in dem unteren Balken hier aufgetragen, wie groß der Unterschied zwischen der Arbeitszeit der Männer und der Frauen ist. Und hier diese Rauten zeigen Ihnen sozusagen die effektive Arbeitszeit Männer und Frauen an. Und Sie sehen eben, dass Deutschland das Land ist, in dem der Unterschied relativ groß ist. Und das liegt eben daran, dass Frauen relativ wenig arbeiten, aber interessanterweise auch, und das sehen Sie auch aus den sozusagen Statistiken, die in dem Bericht gestern vorgestellt wurden, dass Männer, sobald Kinder in der Familie da sind, dazu tendieren, länger zu arbeiten und nicht etwa kürzer. Also sie haben nicht nur ein Auseinanderdriften, dass Frauen zurückstecken bei der Wochenarbeitszeit, in der Regel waren sie ja bevor Kinder da waren, auch erwerbstätig, sondern dass Männer ihre Arbeitszeit ausweiten. Und das führt dann letztlich zu dem Ergebnis, dass der Unterschied in den Arbeitszeiten in Deutschland nach wie vor sehr groß ist und das, obwohl die Erwerbstätigkeit von Frauen in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. So, wenn man weniger arbeitet, dann verdient man natürlich auch weniger Geld und im doppelten Sinne. Teilzeitarbeit ist auch in der Regel, was die Stunden angeht, weniger gut bezahlt als Vollzeitarbeit. Darüber können Sie dann noch legen, dass Frauen, auch das ist ja gestern schon angeklungen, häufig in Branchen oder in Wirtschaftsbereichen oder in Branchen oder Bereichen arbeiten, in denen auch die Bezahlung insgesamt etwas schlechter ist. Entsprechend, wenn Sie die drei Faktoren zusammennehmen, also die geringere Stundenzahl, die Tatsache, dass Teilzeitarbeit in der Regel schlechter entlohnt wird als Vollzeit und eben die Branchenverteilung oder Berufsbilder, dann sehen Sie eben ein großes Einkommensgefälle innerhalb der Paare zwischen Männern und Frauen. Und das ist jetzt, wir haben jetzt ja nicht alle OECD-Länder aufgetragen, aber es ist schon bemerkenswert, das Gefälle ist überall da. Also es gibt kein Land, wo sozusagen im Durchschnitt Frauen tatsächlich mehr zum Haushaltseinkommen beitragen als Männer. Aber es ist schon auffällig, dass in Deutschland dieses Gefälle relativ groß ist. Also auch das zum Sachstand, wo wir stehen in unserer sozusagen Politik, was Partnerschaftlichkeit angeht. Es hat sich viel bewegt, aber im internationalen Vergleich immer noch sozusagen Luft nach oben. Die Grafik ist auch nicht schlecht. Ne? Jetzt haben wir die bezahlte Arbeit angeschaut. Wenn man die unbezahlte Arbeit nimmt, dann haben Sie da auch sozusagen eine Rollenverteilung, die Sie auf dieser Grafik hier aufgeteilt sehen. Und zwar, also wenn man jetzt bezahlte und unbezahlte Arbeit nimmt, sagen wir so, dann ist es so, dass das sehen Sie bei den Balken jetzt, da haben wir aufgetragen sozusagen bezahlte und unbezahlte Arbeit, wer arbeitet mehr in der Partnerschaft, in dem Fall ohne Kinder. Ja? Und dann ist es tatsächlich in allen Ländern so, dass in der Regel die Frauen mehr unbezahlte Arbeit machen und die Männer mehr bezahlte Arbeit. Das in der Situation, wo keine Kinder da sind, also wo es auch in dem Sinne keinen sachlichen Grund gibt, diese Aufteilung so zu machen. Sie ist aber da in allen Ländern. In Deutschland ist da der Unterschied im internationalen Vergleich relativ gering, sehen Sie hier. Wenn Sie so Länder nehmen wie Korea, da ist er sehr groß, auch in Italien ist er groß. Das ist hier Österreich, ist er auch ein bisschen größer. Aber er wächst natürlich in allen Ländern und dann im unterschiedlichen Maße, sobald Kinder da sind. Ja? Das sind diese Rauten da oben, die Sie sehen. Und Sie sehen auch, da ist sozusagen der Abstand in Deutschland,
der wächst stark. Ne? Da haben Sie ein anderes Land, haben Sie hier Finnland, da wächst der nicht so stark. Wächst er auch, aber nicht so stark. Und da kann man sich schon fragen, woran liegt das? Ja? Wenn man sozusagen bevor Kinder da sind, in einer Partnerschaft die Arbeit relativ gleichmäßig aufteilt, auch nicht völlig gleichmäßig, aber doch im Vergleich relativ gleichmäßig. Warum geht sozusagen die Entwicklung so stark auseinander, wenn Kinder da sind? Womit hat das zu tun? Eine Erklärung ist natürlich, das sehen Sie hier jetzt auf dieser Grafik aufgetragen, je höher die Erwerbsquote bei Müttern ist und je mehr sie arbeiten, desto mehr ist natürlich auch die unbezahlte Arbeit gleichmäßiger verteilt. Nie ganz gleichmäßig, auch in der Situation, wo Männer und Frauen, wo sich die Arbeitszeiten weitgehend annähern, ist es auch in den meisten Ländern so, dass Frauen trotzdem einen größeren Teil der unbezahlten, sprich Hausarbeit, machen. Aber die Verhältnisse nähern sich an. Also das könnte ein Faktor, ein Erklärungsfaktor sein und vielleicht auch ein Faktor, um hier zu einer größeren Partnerschaftlichkeit zu kommen. Das ist aber, und das, was man sich vielleicht auch noch betrachten muss, dass es das nicht nur eine Sache ist, die jetzt über die gesamte Periode, wie so Kinder aufwachsen, gegeben ist, sondern dass sich dieses Verhältnis durchaus auch ändert über die Zeit. Also wenn die Kinder klein sind, ist klar, dass in der Regel, oder ist es so, dass in der Regel die Frauen stärker unbezahlte Arbeit, was die Versorgung der Kinder macht, übernehmen. Das gleicht sich dann, wenn die Kinder ins Schulalter kommen oder wenn sie etwas älter werden, gleicht sich das etwas an. Wobei es dann da auch nochmal weiter gewisse Verschiebungen gibt. Also wenn man so diese Zeitnutzungsstudien anschaut, dann sieht man auch bei den älteren Kindern, wo die Väter dann einen stärkeren Beitrag leisten, dass die Väter in der Regel etwas mehr von dieser sogenannten Quality Time mit den Kindern haben, also eher so Freizeitaktivitäten haben. Wenn die Mütter dann eher so die Aufgaben übernehmen, die vielleicht man allgemein etwas weniger anspruchsvoll oder weniger attraktiv bewerten würde. Also auch in dem Bereich, wenn man noch tiefer hineinschaut, kann man sicherlich die eine oder andere Ungleichheit erkennen. Naja, und gut, also das ist sozusagen jetzt nochmal eine Betrachtung, wo stehen wir, was die Arbeitszeit, bezahlte wie auch unbezahlte Arbeit angeht, wie ist die Verteilung in Deutschland. Wir haben die Situation, dass die Erwerbstätigkeit von Müttern zugenommen hat, nicht in dem Maße, vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich, aber dadurch, dass eben sehr viel Teilzeit gearbeitet wird, haben wir immer noch, was sozusagen eine wirkliche Partnerschaftlichkeit angeht, ein relativ starkes Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen, das auch im internationalen Vergleich. Ich möchte jetzt, bevor ich sozusagen noch mal ein bisschen genauer und dann auch zum Schluss komme, mich um die Politikempfehlungen oder was eigentlich sozusagen die Maßnahmen sind, wo man schauen könnte, mir anschauen, möchte ich gerne Ihnen auch so einen Blick in die Glaskugel präsentieren, wo wir ein bisschen mal abgeschätzt haben, was wäre denn zumindest auf dieser gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Seite möglich, und das ist natürlich auch relativ leichter abzuschätzen, was die Erwerbsbeteiligung angeht. Wie würde sich denn eigentlich die Erwerbsbeteiligung insgesamt entwickeln, oder die Erwerbsbevölkerung in dem Fall, wenn man von verschiedenen Szenarien ausgeht, wie sich die jetzt bezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern oder in Paarbeziehungen angleichen würde. Und also was Sie hier sehen, sind eben so Vorausschätzungen über die Zahl der Erwerbstätigen, wobei wir da relativ großzügig waren, 15 bis 74, also das als Erwerbsbevölkerung angesehen haben. Das ist schon relativ heroisch, aber nun gut. Aber Sie sehen auch, wenn man diesen sehr, 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 sehr weiten Anteil der Erwerbstätigen nimmt, ja, dann sieht man diese blaue Linie, das ist quasi das Basisszenario für Deutschland. Sie sehen dann in den nächsten 30 Jahren einen deutlichen Rückgang. Also wir sind ja nicht bei Null, nicht, dass Sie da sich von der Grafik irritieren lassen, sondern Sie sehen einen Rückgang der Erwerbstätigen, der natürlich auch dann auf Finanzierbarkeit der Sozialsysteme einen Einfluss hat, weil man ja im gleichen Maße auch die Zahl der Menschen steigen wird, die eben nicht im Erwerbsleben sind. Hier sind nur die Erwerbstätigen.
So, und dann haben wir hier oben so eine Linie aufgetragen, wenn sozusagen die Frauen anfangen würden, in so viel zu arbeiten wie die Männer heute in Deutschland. Und das ist eigentlich so das einzige Szenario, wo man dann die Erwerbsbevölkerung unter diesen Annahmen, die wir hier haben, stabilisieren könnte. Das ist wahrscheinlich kein Szenario, das besonders attraktiv ist, aber nur sozusagen, um es für den Kopf mal zu rechnen, was müsste eigentlich geschehen, wenn man über die sozusagen Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Frauen tatsächlich versuchen würde, das System alleine zu stabilisieren. Kann man, glaube ich, daraus schließen, das wird sehr anstrengend und wahrscheinlich auch nicht besonders attraktiv. Also da muss man sich ja noch an andere Bereiche anschauen. Und dann haben wir eben noch mit hier diese Linien, die Sie hier sehen, haben Sie gesehen, okay, wenn wir sozusagen uns an das Modell von Frankreich oder Schweden annähern, dann haben wir zumindest den Rückgang der Erwerbsbevölkerung abgemildert. Das heißt, wir haben eine etwas geringere Arbeitszeit für die Männer, aber eine deutliche Steigerung der Erwerbstätigkeit der Frauen. Das bringt schon was, ja, wenn man sich das anschaut. Aber wenn Sie sich ein anderes sozusagen nordisches Modell anschauen, mit Norwegen, wo auch die Männer relativ stark ihre Arbeitszeit in Familien reduzieren und es durchaus eine gleichmäßigere Verteilung zwischen Männern und Frauen in Familien gibt, dann sehen Sie, dass wenn man so ein Modell fährt, naja, dann hat man letztlich, was die sozusagen das Volumen, aus dem man schöpfen kann, um Sozialsysteme zu finanzieren, hat man dann eigentlich eher reduziert. Also auch da, wenn man sich die verschiedenen Modelle anschaut, wo will man hin, muss man sich überlegen, was sind die Rahmenbedingungen, was möchte man an dem Punkt erreichen. Wir haben uns das auch für andere Sachen angeschaut, also wir haben für was könnten die Auswirkungen sein auf Geburtenraten, da sind die Zusammenhänge etwas weniger eindeutig. Wir haben in Deutschland die letzten Jahren so einen leichten Anstieg der Geburtenrate, man kann sich noch darüber unterhalten oder streiten, woran das jetzt liegt. Ob diese Hinführung zu mehr Partnerschaftlichkeit dafür tatsächlich ein Faktor ist, das ist noch so ein bisschen unklar. Spricht einiges dafür, aber es ist noch nicht so ganz belegt. Aber letztlich, wenn man sich die gesellschaftliche Seite anschaut, dann ist sozusagen das zumindest ein Rahmen, um den man sich kümmern muss. So, im letzten Teil ganz kurz nochmal zu den Aktivitäten, wo sind wir eigentlich? Wo stehen wir mit unseren sozusagen Politiken? Und da versuche ich auch so ein bisschen den Makroblick Ihnen zu bieten. Da haben wir einmal die gesamten familienbezogenen Leistungen, die gezahlt werden in Deutschland und auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also Sie sehen sozusagen, das Gesamtvolumen ist in manchen anderen Ländern durchaus höher als in Deutschland. Deutschland liegt da ungefähr im Mittelfeld. Aber was vielleicht noch entscheidender ist, dass auch in Deutschland in den vergangenen Jahren es einen Trend gegeben hat von den finanziellen Transfers, also Kindergeld oder Freibeträge, zu Sachleistungen. Das ist eine Sache, die wir begrüßen, weil letztlich das hilft, die Voraussetzungen zu schaffen, damit eben auch so eine Partnerschaftlichkeit möglich ist. Also das ist vor allem der Ausbau des Betreuungsangebotes, Ganztagsschulen etc. Also auch da eine Verlagerung von einem, relativ hohen Anteil der Finanzleistungen hin zu mehr Sachleistungen. Das ist so mal ein Trend. Und dann haben wir, das ist eine Sache, die auch gestern nochmal schon angesprochen wurde, so ein bisschen der Elephant in the Room, das ist das Thema Ehegattensplitting und beitragsfreie Mitversicherung. Wir haben so eine schöne Modellrechnung, wo man sozusagen für Sozialbeiträge und Steuern die Gesamtbelastung für Arbeitnehmer sich anschauen kann und dann eben auf verschiedenen Einkommensniveaus in verschiedenen Haushaltstypen. Und hier habe ich einfach in den Vergleich gestellt die Situation, eine Familie mit zwei Kindern, und in der einen Situation verdient ein Ehepartner das doppelte Durchschnittseinkommen und in der anderen Situation verdienen beide Durchschnittseinkommen. Ja. Wie hoch ist die steuerliche Belastung? Und das ist sozusagen, die Reihung ist aufgetragen nach dem Unterschied, den das macht. Ja. Sie sehen in den Niederlanden, wenn ich die Arbeit gleich verteile, habe ich sozusagen 24% mehr Einkommen. Wenn ich es in Deutschland gleich verteile, habe ich 6% weniger Einkommen. Ja. Woran liegt das? Das ist eben das Ehegattensplitting, das, was die steuerliche Behandlung angeht, neutral ist. Und ich habe eben auf der anderen Seite die beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehepartnern.
Und die Deckelung der Krankenversicherungsbeiträge oder auch der Rentenversicherungsbeiträge. Also das heißt, ab einem bestimmten Einkommensniveau zahle ich in der Sozialversicherung nichts mehr. Und das gleichzeitig hilft mir das Ehegattensplitting, meine Steuerlast zu reduzieren. Das hat halt eben diesen Effekt, den Sie hier sehen. Und Sie sehen auch, naja, es gibt viele Länder, die sind relativ neutral, was sozusagen die Arbeitsverteilung angeht. Also denen ist es mehr oder weniger egal, ob ein Ehepartner, wer sozusagen das Haushaltseinkommen erwirtschaftet. Es gibt Länder, die machen einen großen Unterschied, aber es gibt sozusagen fast kein Land, wo sozusagen die Aufteilung des Arbeitseinkommens quasi bestraft wird. Da muss man sich schon überlegen, das ist eine Situation, wo Deutschland auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Mit dieser Konstruktion, wo man einerseits dieses komplette Splitting hat bei den Steuern und die Struktur, wie die Sozialabgaben organisiert sind. Also das ist sicherlich auch ein Faktor bezogen auf die Partnerschaftlichkeit. Aber dann haben wir natürlich auch andere Maßnahmen, die dann vielleicht in Bezug auf das, was ich Ihnen vorher genannt habe, nämlich die Familienförderung, wie sie strukturiert, aber auch sozusagen die Anreize des Steuersystems, vielleicht einen eher kleineren Betrag auch ausmachen und sozusagen in der Summe vielleicht nicht die gleiche Wirkung haben, aber durchaus eine größere symbolische Wirkung entfalten können. Und da sind durchaus auch einige Erfolge zu verzeichnen. Das ist eben das besagte Elterngeld. Sie sehen, da ist Deutschland jetzt nicht das Land, das sozusagen, was die Ansprüche angeht, besonders hoch dasteht. Also wir sind da zwar über den meisten Ländern, die da gar nichts haben. Es gibt andere Länder, die haben, aber da muss man auch sagen, auf dem Papier relativ hohe Ansprüche. Und Sie werden in der nächsten Grafik sehen, hier ist sozusagen die Nutzung aufgetragen, wie stark Elterngeld genutzt wird. Sie sehen hier, die Koreaner nutzen das fast nicht. Also das ist eine Sache, sozusagen dieser Anspruch in Korea, den Sie hier sehen, mit 50 oder mehr Wochen, die Väter in Elternzeit gehen können. Das ist eine Sache, die eben im Gesetz steht, aber so keine Anwendung findet, insofern auch wahrscheinlich nicht so wirklich relevant ist für die Politik. Also hier sehen Sie nochmal sozusagen die Ansprüche. Österreich ist ein bisschen ein Sonderfall, weil man da zwischen zwei verschiedenen Modellen wählen kann. Ein kürzeres mit einer höheren Leistung pro Monat und ein längeres, wo man sozusagen die Leistung deutlich, deutlich reduziert wird. Also auch bei den sozusagen bei der Inanspruchnahme des Elterngelds durch Väter sind wir so im Mittelfeld, da ist so ein bisschen noch Luft nach oben. Wo wir eben auch sehr viel Fortschritte gemacht haben, aber es auch noch deutlich Luft nach oben gibt, ist eben in der besagten Betreuungsquote. Da ist nicht nur sozusagen die Quantität, die sich hier sehr leicht darstellen kann. Die Qualität ist da sicherlich auch ein Thema. Da tun wir uns natürlich auch ein bisschen schwerer, das international zu vergleichen. Das ist eine Sache, die man dann sozusagen auch national sich aushandeln muss und sich anschauen muss. Aber was die Quantität angeht, ist es tatsächlich so, dass wenn man sozusagen, auch wenn man gerade bei den jüngeren Kindern schaut, dass es da einen deutlichen Aufwuchs gegeben hat. Ja, komme ich ganz kurz nochmal zu den Empfehlungen, die wir aus dem Bericht zusammengetragen haben. Also einerseits geht es natürlich darum, dass man Väter mehr ermutigt, dieses Elterngeld in Anspruch zu nehmen, weil das letztlich sozusagen auch von der sozusagen in der Phase, wo Kinder da sind und so auch ein bisschen die Arbeitsteilung in der Familie neu ausgehandelt wird, das ein entscheidender Moment ist, wo man auch den Vätern sagt, so ihr könnt und sollt auch euch an der Familienarbeit beteiligen und das dann letztlich auch zu einem gewissen Maße prägend ist oder prägend sein kann für den weiteren Verlauf, wie die Familie diese Arbeit aufteilt. Dieses Elterngeld kann man sicherlich noch ein bisschen ausbauen. Da ist dieses Konzept Familienarbeitszeit diskutiert, dass man eben über so verschiedene Zeitmodelle in Konten investiert und da auch im späteren Zeitpunkt nochmal Auszeiten nehmen kann. Dann anderer Punkt, wo man schauen kann, ist die Rückkehr zur Vollarbeitszeit. Das wird jetzt ja auch gerade verhandelt. Das würde vor allem dann wieder Frauen oder auch Männern, aber letztlich beiden, die Möglichkeit geben, etwas mit leichterem Gewissen sich
zum Teil sozusagen für eine gewisse Zeit aus der Erwerbstätigkeit zurückzuziehen, um dann eben auch wieder zurückkommen zu können. Dann ist die Kinderzeit, die Betreuungszeit für Kleinkinder ausbauen, flexibilisieren, ist ein weiterer Punkt. Außerschulische Betreuung für Grundschulkinder, dann die besagten Anreize im Steuer- und Transfersystem. Und naja, und dann ist natürlich auch ein, was auch ganz wichtig ist, es müssen natürlich auch diese Voraussetzungen innerhalb der Betriebe und der Unternehmen geschaffen werden. Da sind sozusagen die Aushandlungen mit den Sozialpartnern, aber letztlich auch das öffentliche Bewusstsein spielen da eine Rolle. Soweit. In aller Kürze, vielen Dank. Darf ich das Podium erstmal nach oben bitten, Herrn Heimer, und Frau Brandner ist auch, wie ich gehört habe, da. Die bräuchte ich natürlich auch dringend. Am besten vielleicht hier hin. Herrn Rumpf, ich würde Sie gerne neben mich, und auf der anderen Seite Frau Brandner auch neben mich. Schönen guten Tag. So, wenn wir jetzt alle sitzen hier oben, darf ich Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen jetzt zu dem zweiten Teil des Vormittags, zu der Diskussion. Und da wird es wie üblich so sein, dass wir erst hier auf dem Podium diskutieren, beziehungsweise die Teilnehmer, und dann das geöffnet wird, die Diskussion für das Publikum, also Sie sehr gerne auch Fragen stellen können. Das ist dann im zweiten Teil. Der Titel Wirtschaftsfaktor Familienpolitik zeigt ja, dass es hier vor allem um die ökonomische Relevanz von Familie geht. Das ist in den letzten Jahren eigentlich zumindest aus der Wissenschaft auch in die Politik geströmt, dass es bei Familienpolitik eben nicht um Gedöns geht. Also wir erinnern uns ja vielleicht noch einige von Ihnen, dass ein früherer Kanzler das mal als Gedöns bezeichnet hat und damit ja zwar aneckte, aber doch ziemlich genau die Stimmung eigentlich wiedergab, wie man so eine Familienministerin, Minister eigentlich so angesehen hat als den eher unwichtigen Teil des Kabinetts. Inzwischen hat die Politik ja nicht nur in Wahlkampfzeiten sicher den hohen Stellenwert von Familienpolitik erkannt und nimmt den auch wichtig, sondern auch die Wirtschaft, auch die Unternehmen, Stichwort Fachkräftemangel, sehen dieses Thema inzwischen als hochrelevant an und sind zu einem Mitstreiter der Familienpolitik geworden. Also Familienminister gehen da ein und aus. Das macht manche auch schon wieder ein bisschen misstrauisch. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja immer gucken, braucht starke Partner, also die Wirtschaft an der Seite, das kann Veränderungen auch durchaus sehr beschleunigen. Und wenn man das geschickt macht, sicher auch in die richtige Richtung gehen. Das ist, glaube ich, da muss man nicht als Gegensatz agieren, sondern man kann durchaus sehen, wenn man zusammen was machen kann, dass das sehr effizient sein kann. Dass Familienpolitik zum einen, das hat ja Herr Rumpf auch schon gezeigt, was es dort alles gibt, Geld und Sachleistung, also Krippen, Bildungseinrichtungen, aber eben auch eine Menge Geldleistungen, die wir da in Deutschland haben, teilweise ein bisschen unübersichtlich. Und dann eben auch Regelungen, wie beispielsweise den Rechtsanspruch auf Teilzeit, den wir in Deutschland seit fast ja, jetzt über 15 Jahren haben. Das alles beeinflusst die Stellung von Familien, die ökonomische, aber eben auch hat sehr große Einflüsse auf die volkswirtschaftliche Entwicklung. Also Herr Rumpf sagte das ja schon, die Erwerbsquote von Frauen, von Müttern, die sich in den letzten Jahren sehr erhöht hat in Deutschland, hat das zu einem erheblichen Teil mit zum Wachstum hier beigetragen. Also die Zunahme und entsprechend eben Einnahmen generiert, aber auch die Position der Familie verändert sich dadurch.
Und welche Wirkungen haben nun einzelne monetäre, steuerliche oder zeitrechtliche Regeln oder auch die Kinderbetreuung? Welche Auswirkungen auf Familie und welche Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft und die Volkswirtschaft? Darüber will ich hier reden. Und mit meinen Gesprächspartnern, die ich Ihnen nochmal vorstellen kann, soweit das nicht schon geschehen ist. Der zweite, der sozusagen mit der ökonomischen Brille einen Blick auch gibt heute, ist Andreas Heimer. Er ist zwar Soziologe, aber eben auch durchaus ökonomisch unterwegs mit. Er ist Direktor bei der Prognos AG, einer privaten Wissenschaftsinstitution, einer sehr großen mit Ursprung Schweiz, inzwischen in vielen Ländern, auch in Deutschland sehr aktiv, die eben in Form von Analysen, Prognosen und Zukunftsstrategien auch Politik beraten, auch private beraten. Und Heimer ist da zuständig und hat also einen Schwerpunkt nicht nur in der Familien- und Sozialpolitik, auch Arbeit und Bildung, also im Prinzip das ganze Spektrum, was hier interessiert. Frau Franziska Brandner, denke ich, ist hier in dem Rahmen ja sehr bekannt und braucht keine große Vorstellung als familienpolitische Sprecherin der Grünen, natürlich auch in diesem Bereich eine Expertin. Sie ist Politologin und hat, wie auch Herr Rumpfe, eben in vielen Ländern schon gearbeitet und gelebt. Ich glaube, diesen internationalen Blick, den werden wir hier heute auch sehr davon profitieren. Herr Helmer, ich fange mal mit Ihnen an. Die OECD-Zahlen, die wir jetzt eben ausführlich gesehen haben und ich denke auch verstanden haben, auch wenn sie manchmal kompliziert sind, aber wenn man genügend Zeit hat, sind die immer hochinteressant und hochinformativ. Die haben gezeigt, ich glaube, das ist eindeutig, dass Deutschland da einen gewissen Nachholbedarf hat, was die partnerschaftliche Aufteilung angeht. Ihr Institut hat ja mit dem Zukunftsreport Familien 2030 mal so versucht zu zeigen, was den Unterschied eigentlich ausmacht, wenn man eine, ich nenne es mal, eine aktivierende Familienpolitik fährt, also die Trends, die da sind, noch stärker unterstützt. Vielleicht können Sie da mal einen Überblick geben, an welchen Schrauben man dreht und was das dann für einen Gesamteffekt hat. Ja, kann ich gerne machen. Vielen Dank für die Einladung und die große Vorstellung. So groß ist die Prognos gar nicht, aber das kann ich dann beim Mittagessen erklären. Genau, dieser Zukunftsreport 2030, der ist im Ende letzten Jahres entstanden. Wir hatten uns bei der Prognos eben überlegt, was passiert jetzt eigentlich familienpolitisch? Die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Elterngeld standen bevor. Das wird gut bewertet. Die Geburtenrate klettert wieder nach oben. Die Bevölkerung ist ziemlich zufrieden, wie lange nicht mehr mit der Familienpolitik. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, da weicht so ein bisschen der Druck aus dem Kessel und haben uns überlegt, wie man die Diskussion nochmal, welchen Impuls man geben kann und sind deshalb auf diese Konzeption des Zukunftsreports gekommen, der vielleicht von der Anlage recht ähnlich ist wie das, was die OECD gemacht hat, nur etwas dünner als die Studie der OECD. Aber wir wollten auch nicht nur diese ökonomische Analyse vorknallen, sondern sind eben auch gestartet bei den Trends. Darüber ist gestern sicherlich schon viel diskutiert worden. Herr Rumpf hat auch viele Dinge angesprochen. Im Mittelpunkt stand eben dieser Aspekt der Partnerschaftlichkeit, dass sich Paare da anders aufteilen wollen. Und wir haben überlegt, das ist so ein Menetekel, wenn Paare nach wie vor entscheiden müssen oder insbesondere die Frauen, Mütter, möchte ich Familie oder möchte ich berufstätig sein? Solange das immer noch eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, kommen wir nicht so richtig weiter und das ist ein zentraler Ansatzpunkt, dass hier die Erwerbswünsche von der Erwerbstätigkeit und vom Erwerbsumfang her realisiert werden müssen. Das ist ein zentraler familienpolitischer Ansatzpunkt, damit das gut weiterläuft. Und andere Trends haben wir auch beschrieben, aber wir haben uns dann überlegt, wenn man es schafft, in einem Chancenszenario, wenn man es schafft, diese Erwerbswünsche zu realisieren, was passiert dann eigentlich ökonomisch gesehen? Und in unserer Studie stehen jetzt die rund 70 Milliarden Euro Zuwachs im Bruttoinlandsprodukt im Raum.
In anderen Studien ist das mehr oder weniger. Ich finde, auch darum geht es nicht so richtig, um die einzelne Zahl, sondern es geht um die Dimension, um die Größenordnung und um die Nachricht, das Fenster, was wir einfach aufstoßen wollten, dass sich das gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich lohnt, dass das eine Investition ist, eben kein Gedöns. Mich wundert das, dass dieser Begriff immer wieder vorkommt, immer wieder so ein Schaudern auslöst. Also natürlich ist es das nicht, sondern es sind handfeste ökonomische Größen und hinter oder unterhalb dieser Zahl, 60 Milliarden Euro, passiert ja auch ganz viel in den Familienhaushalten. Wir haben dargestellt, wie viel Familien dadurch über die Armutsrisikoschwelle kommen können, Kraft eigener Erwerbstätigkeit. Das ist, was Herr Rumpf ja auch angesprochen hat, dass es deutlich mehr Frauen gelingt, wirklich ein eigenes Erwerbseinkommen, ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen zu zielen. Das ist ja der qualitative Sprung, der da funktioniert. Insbesondere Alleinerziehende profitieren davon. Es sind ungefähr 200.000 Kinder weniger, die mit einem Armutsrisiko leben und. So kann man es eben auch durchdeklinieren, was es für den Familienalltag bedeutet. Gut, dann gebe ich mal auf die Seite der Politik. Das hört sich ja in der Tat eigentlich als eine nicht nur eine Win-Win-Situation. Win-Win ist ja immer, wenn zwei Parteien was machen und beide von profitieren. Das ist ein Idealzustand, den gibt es nicht sehr häufig im Leben. Aber in dem Fall haben wir eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, weil die Frauen profitieren, weil sie endlich so viel arbeiten dürfen, wie sie wollen. Wobei ich habe da immer meine Schwierigkeiten, wenn ich höre, Frauen arbeiten nicht so viele. Sie arbeiten natürlich so viel, das hat er ja auch Herr Rumpf gesagt, sie arbeiten eben vielfach unbezahlt. Das ist ja der Kern daran. Also sie haben mehr Einkommen dann, die Kinder mehr Bildung, wegen frühkindlicher Bildung, die Unternehmen mehr Fachkräfte, der Staat mehr Einnahmen und die Gesellschaft insgesamt mehr Wachstum. Also gibt es eigentlich irgendwas, warum machen wir das nicht schon längst so? Tauschen wir einfach. Ja, super. Warum klappt das nicht? Ja, weil ich gar nicht so sicher bin, also es gibt bestimmt sehr viele Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, wenn es denn möglich wäre durch eine gute Betreuung. Ich sage immer eine gute Betreuung. Da gab es ja auch Studien, die genau gezeigt haben, die Korrelation zwischen Bereitschaft, mehr zu arbeiten und einer guten Betreuung hängt zusammen. Nur Betreuung ist manchmal nicht ausreichend. Und ich glaube, das ist auch ein relevanter Faktor. Wenn wir darüber reden, würden denn alle dann Vollzeit arbeiten, ist das erstrebenswert. Und ich glaube, dass ich bin mir immer nicht so sicher, ob das wirklich so sehr das Erwerbsvolumen ändern würde. Ich glaube, dass man es machen muss, weil es genügend gibt, die das wollen und das auch absolut richtig ist und das eben auch notwendig ist. Aber nicht nur aus dieser Perspektive raus, wir müssen was tun gegen den Fachkräftemangel. Also mich stört es mittlerweile, dieses Produktivitätsdruck. Ihr müsst jetzt auch alle so viel arbeiten, damit wir die Fachkräfte haben, sonst bräuchten wir zu viele Flüchtlinge. So, aber ich sage mal jetzt überspitzt formuliert. Ja. Und von daher bin ich immer eher der Meinung, man muss das ermöglichen und das muss auch gut sein. Und dann geht es eher darum, eben, was Sie in dem Vortrag ja nochmal gesagt haben, wie kriegt man die Väter dazu, auch Teile der Hausarbeit zu übernehmen. Das war auch ja Teil gestern der Debatte. Und das muss zusammengehören, weil sonst würde es einfach nur zum Burnout der ganzen Mütter führen. Ja, also wenn man die Anträge sieht jetzt für Kuren, Mutter-Kind-Kuren, die gehen ja nach oben, Müttergenesungswerk schlägt Alarm und sagt, wir schaffen das alles gar nicht mehr. Also das kann halt auch nicht die Antwort sein. Und deswegen, glaube ich, muss man das wirklich immer zusammen diskutieren und sagen, was ist denn der Anspruch und was ist die Realität und wie teilen wir es uns gemeinsam auf? Das wären, finde ich, wichtige Punkte. Andersrum wird auch ja ein Schuh draus. Ich glaube, dass Unternehmen mittlerweile auch in der Pflicht sind, es mehr zu ermöglichen, dass man auch mit einem nicht 100-prozentigen oder de facto 180-prozentigen Job Karriere macht. So, und da finde ich, müssen wir auch mal sagen, andersrum wird auch mal ein Schuh draus. Ihr müsst mal die Arbeitswelt so ändern, dass es nicht mehr bedeutet, ich beute mich aus und bin immer erreichbar und abends die Sitzung um 7 ist natürlich auch noch möglich. Ja? So, und ich glaube, da müssen wir eher hingehen, als nur zu sagen, wir brauchen
noch mehr staatliche Rahmenbedingungen, damit sich in der Arbeitswelt auch nichts ändern muss, so, sondern würde immer sagen, die Arbeitswelt muss jetzt verdammt nochmal sich ändern. Und die internationale Erfahrung, ich werde nie vergessen, als Europaabgeordnete in Brüssel war mein schönstes halbes Jahr, das halbe Jahr unter dänischer Ratspräsidentschaft, weil es in Dänemark und eben dann auch übertragen in der dänischen Ratspräsidentschaft klar ist, nach 17 Uhr gibt es eigentlich keine Arbeit mehr. Und wenn du nach 17 Uhr arbeitest, bist du der Loser, weil du deine Arbeit nicht hinbekommen hast. Ja? Oder du bist ein schlechter Familienvater, weil dich deine Kinder nicht interessieren. Und das ist eine ganz andere Haltung als in Deutschland. Ja? Und wir haben in dieser Ratspräsidentschaft nicht weniger verhandelt bekommen. Natürlich gab es ab und zu mal eine Sondersitzung, aber eigentlich war die Regel klar, ab 17 Uhr ist Family Time. So, und das ist eher, wo ich gerne hingehen möchte, zu sagen, liebe Leute, wenn wir das wollen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilnehmen, dann bedeutet es eine massive Veränderung auf dem Arbeitsmarkt mit Blick auf, was ist das Bild von einem Vollzeitarbeitnehmer. Und das ist, glaube ich, viel eher noch die Debatte, als was können wir noch im Elterngeld rumdoktern und noch wie viele Betreuungsplätze. Ja. Machen Sie gleich, Herr Helmer. Ja, ganz kurz nur. Also da sind wir ja völlig beieinander. Es geht nicht darum, dass Frauen müssen oder Paare müssen, sondern es geht wirklich darum, in dem Moment, wo der Wunsch da ist, dass es eben auch möglich ist, weil es eine Bedingung ist, die überhaupt am Anfang der Entscheidung für Familie steht. Und wir haben bewusst nicht vom Arbeitsmarkt her argumentiert, sondern von den Trends, die wir feststellen, den Erwerbswünschen, die wir feststellen. Das ist das, wie sich immer mehr junge Paare eben Familie vorstellen. Darum geht es eigentlich, das zu ermöglichen und nicht unbedingt vom Arbeitsmarkt her zu argumentieren, auch wenn es da natürlich positive Effekte gibt. Das ist sicher auch nicht so, dass hier Prognos das extremste Modell vorgestellt hat. Also es gibt aber eben ja in der Tat Arbeitgeberorganisationen beispielsweise, die das ja auch durchrechnen und da natürlich nochmal gerne weitergehen wollen in Richtung doppelter Vollzeiterwerbstätigkeit. Das ist ja auch in dem Prognosmodell, das muss man ganz klar sagen, nicht für 2030 durchgerechnet worden, sondern es ist einfach eine Ausweitung bei den Männern ein Zurückführen der Arbeitszeit. Unterm Strich kommt man schon auf, ich glaube, 2,5 Stunden mehr Arbeit der Eltern, aber jetzt auch nicht, dass beide jetzt, also Paare dann eben das heutige Männermodell fahren. Also ich denke, dieser Punkt, ich möchte da auch an der Stelle auch nochmal bleiben, die Frage, müssen wir dieses Normalarbeitsverhältnis anders definieren? Sie haben das ja schon gezeigt, Herr Rumpf, in anderen Ländern, sind die Paar, also ist das Gender Gap kleiner bei der Arbeitszeit, aber auch die Männer arbeiten weniger vielfach als in Deutschland. Ist das woanders erzwungen durch Tarifverträge? Ist das einfach gelebte Gesellschaft? Also woran liegt das? Ist das, also was sind da die Stellschrauben, wenn man da zu einem anderen Modell will, zu einem anderen Normalarbeitsverhältnis vielleicht, was dann eben mit 38 Stunden oder Frankreich hat ja die 35-Stunden-Woche. Also wie kommt man an dem Punkt weiter? Naja, wenn Sie eine allgemeine... Jetzt müssen wir tauschen. Wenn Sie eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit nehmen, dann sind es wahrscheinlich in der ersten Linie die Tarifverhandlungen oder halt eine gesetzliche Regelung. Was sonst die, ich meine, hier bezieht sich ja die Analyse auf Väter. Das heißt ja nicht, dass sozusagen Männer, die keine Kinder haben, auch in dem Maße ihre Arbeitszeit reduzieren. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Ich denke, es ist so eine Mischung aus Kultur, die sich halt auch entwickelt durch vielleicht staatliche Förderung und eben solche flankierenden Maßnahmen. Aber Sie haben schon recht. Ich hatte ja am Anfang diese drei Bereiche und es gibt da sehr große Überlappung, aber die sind nicht jetzt alle deckungsgleich. Also gerade wenn Sie das Wohlbefinden von Familien nehmen und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, wenn Sie es so formulieren wollen, gibt es da durchaus Bereiche, die auseinanderfallen. Und
Politisch weiß ich nicht. Also man kann sich natürlich versuchen, den gemeinsamen Nenner zu finden und in dem Bereich aktiv zu sein. Dann ist man vielleicht auch mit seinen familienpolitischen Forderungen eher erfolgreich, weil ich eben die Verbündeten habe, die ich brauche, um sowas dann umzusetzen. Auch gerade, wenn erstmal Geld in die Hand genommen werden muss. Das muss dann wahrscheinlich auch durch so eine Flankierung dann letztlich schauen, dass es in die richtige Richtung geht. Würden Sie dazu mal sagen, an welchen Punkten Sie bei dem Gutachten, wovon Sie ausgegangen sind, wo man ansetzt, damit es eben dahin kommt, dass Frauen ihre Arbeitszeit ausdehnen und die Männer leicht verkürzen? Also dieser Zeitfaktor, das finde ich auch sehr spannend. Das fand ich auch spannend bei der Studie zu sehen, dass man in anderen Ländern von Vollzeit spricht. Da wäre man hier schon in der Teilzeitecke. Das ist wirklich irre. Das hat mir so ein bisschen die Augen da nochmal geöffnet. Aber ich finde, es ist nicht nur die Länge der Arbeitszeit, sondern auch die Lage und der Ort. Also wenn dort mehr Flexibilität möglich wäre, die Zeit an Familienrhythmen besser anzupassen oder auch flexibler, wo das dann geht, die Orte zu wählen, also Homeoffice zu machen, die Chancen der Digitalisierung auch zu nutzen. Sicherlich hat das auch immer eine Schattenseite, man muss das schon regeln, nicht? Wie Digitalisierung oder Homeoffice dann funktionieren soll, aber das IW hat da ganz gute plastische Studien gemacht, wie viel Zeitgewinne da eigentlich möglich sind, wenn man die Eltern befragt, ist zum Beispiel Homeoffice oder flexible Teilzeit, ist das möglich? Wie viel würdet ihr gewinnen? Wie würdet ihr es einsetzen für mehr Arbeit oder für mehr Familie? Das sind enorme Spielräume, die einfach nicht genug, sage ich mal, genutzt werden. Also zu dieser Frage, macht man eine allgemeine Arbeitszeitreduzierung? Natürlich nein, weil es gibt auch Phasen im Leben, wo man mehr arbeiten möchte. So, und ich glaube, das ist einfach, was gestern hatten manche gesagt, wenn man diesen lebenslangen Lauf drin hat, die Perspektive, dass man ja unterschiedliche Phasen im Leben hat und es gibt Phasen, wo man vielleicht gerne 40, 45 Stunden arbeitet und dann aber auch wieder, wo man sagt, jetzt geht's halt nicht. Und ich glaube, deswegen machen so allgemeine Arbeitszeitreduzierungen, wo man sagt, jetzt macht mal alle runter, nicht Sinn. Aber was Sinn macht, ist eine neue Definition von Vollzeit. Und das sind schon die modernen Länder, sage ich mal, die einen Korridor haben, die sagen, Vollzeit ist für uns von 30 bis 42 Stunden und dazwischen kann man variieren. Und dann alles ist erstmal nicht mehr dieses, du bist in Teilzeit, sondern de facto, du bist auch noch in Vollzeit. Für die Weiterbildung, alles, was damit dranhängt, brauchen wir in Deutschland ein neues Verständnis von Vollzeitarbeit. Davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn wir das wirklich aufbrechen wollen und das familienfreundlicher gestalten wollen. Viele Unternehmen gehen da schon voran, machen das de facto in Deutschland. Das ist also nicht so, dass es noch nicht erprobt wäre, auch in Deutschland. Das ist, finde ich, ein sehr moderner Ansatz, sagen wir definieren Vollzeit neu. Und dann der zweite Punkt, der dazukommt, eben mit Blick auf, wann wird gearbeitet, wo wird gearbeitet, die Lage der Arbeit. Da gibt es auch zig Umfragen, die sagen, dass die Mütter und Väter dann bereit wären, eben entweder zu reduzieren oder zu hochzufahren, wenn sie das flexibler gestalten könnten. Da muss man natürlich fairerweise sagen, das ist nicht für alle Branchen gleichermaßen möglich. So, das finde ich, muss man einfach sehr stark differenzieren. Da hilft dann die Digitalisierung in manchen Berufen. Auch da immer die Gefahr, ich bin dann immer zu erreichen und mein Handy ist immer an. So, ich sage, das ist mein Raum. So, da muss man auch sehr gut aufpassen, wie man dann auch trotzdem Schutz ermöglicht. Aber natürlich muss ich nicht jeden Morgen eine Dreiviertelstunde im Stau stehen, wenn es auch okay ist, dass ich um 10 statt um 9 anfange. Also da gibt es ja zig Beispiele, die das berechnen, was man da auch an Arbeitseffizienz erleichtern könnte, wenn nicht alle gleichzeitig anfangen müssen oder da sein müssen. Aber wie gesagt, Caveat geht nicht für alle Jobs. Es gibt aber zum Beispiel in Frankreich, weil sie gesagt haben, wer muss das machen, gibt es die Zeitcharters. Ja, dort sind die Unternehmen verpflichtet, mit ihren Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen über Zeitbedürfnisse zu verhandeln im Unternehmen. Die müssen verhandeln. Was am Ende bei rauskommt, ist nicht vorgegeben von staatlicher Seite. Aber es gibt ein Muss, über Zeitbedürfnisse zu verhandeln. Und das finde ich schon zum Beispiel eine Sache, die man auch vorantreiben kann. Sagen, ihr müsst die Zeitbedürfnisse, die unterschiedlichen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigen und darüber im Unternehmen gemeinsam verhandeln. Und dann können eben neue Modelle entstehen, über wann gearbeitet wird, wo gearbeitet wird. Und das haben die auch in Frankreich geschafft. Zum Beispiel Carrefour ist da als Unternehmen sehr modern vorangegangen.
Und die haben ja sehr viele Kassiererinnen und Kassierer, wo man eigentlich sagen würde, Schichtdienst geht nicht, vergiss es. So, Selbstbestimmung geht nicht. Und dann haben die einfach wirklich die Schichtaufteilung wesentlich stärker in die Hände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben, wesentlich mehr Flexibilität ermöglicht. Und am Ende waren alle zufriedener. Sowohl die Kunden, die Arbeitnehmerinnen, auch die ohne Kinder, weil die auch flexibler sein konnten. Das heißt, da gibt es tolle Ansätze. Und da müssen wir einfach wesentlich mutiger vorangehen, um das zu ermöglichen. Das hilft übrigens, in Frankreich ist das nicht nur mit Blick auf die Kinder, sondern genauso mit Blick auf Pflege von Angehörigen oder Kranken. Und das ist, finde ich, auch der richtige Ansatz, weil dann spaltet man nicht auf in die mit Kindern und die ohne Kinder, sondern sozusagen die Eltern hat jeder. Ja? Und man kann auch gut vorkommen, dass man mal jemanden pflegen muss aus seinem Angehörigenkreis. Das heißt, diese Zeitbedürfnisse für Fürsorge, für Care, ja, einfach zu berücksichtigen, im Unternehmen zu verhandeln. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man auch in Deutschland in die Richtung gehen würde. Nie im Sinne von, so muss es vor Ort dann sein. Aber ihr müsst drüber reden. Also wir hören bei der Arbeitszeit, das ist, glaube ich, hier sehr deutlich geworden, Anpassungsbedarf eben gerade bei den Unternehmen, nicht unbedingt mit staatlichem Zwang, aber doch so, aber eben Flexibilisierung nicht nur nach Bedürfnissen, was brauchen die Unternehmen an Flexibilisierung, was sicher aber auch natürlich im Zeichen Globalisierung und so weiter immer eine Rolle spielt, aber eben Flexibilisierung vor allen Dingen eben auch im Sinne der Arbeitnehmer, der Familien und auch anderer, die Care-Bedürfnisse haben. Ich würde jetzt ganz gerne mal auf einen anderen Bereich, und zwar was an harten Geldleistungen, Steuerregeln oder auch Sozialversicherung widerspricht denn heute eigentlich dem Ansatz einer partnerschaftlichen Aufteilung. Herr Rumpf hatte das vorhin ja schon mal an die Wand geworfen, dass der Unterschied, je nachdem wie man sich die Arbeit teilt, in Deutschland besonders groß ist. An welchen Punkten sollte man aus Ihrer Sicht, ich fange mal an bei Ihnen, Herr Helmer, ansetzen, um da eigentlich Partnerschaft, wo sie gewollt ist, also Gleichverteilung, stärker zu fördern? Na, der größte Malus ist, wie Herr Rumpf das ja auch anschaulich dargestellt hat, wie wir es auch im Rahmen der Gesamtevaluation sicherlich auch hier in der Familienkommission diskutiert haben, ist sicherlich das Splitting, der größte Hemmschuh, wo Gleichverteilung, Sie haben das ja auch sehr schön nochmal mit den -6% oder dargestellt, bestraft wird am Ende. Familien haben nichts davon und das ist verhaltenswirksam. Diese Verhaltenseffekte hatten wir im Rahmen der Gesamtevaluation deutlich dargestellt und ich glaube, da ist es ja politisch einfach wichtig, ein Signal, dass man da dran geht, dass sich das verändert, auch wenn man da sicherlich schauen muss, Bestandsschutz und solche Dinge, mit, dass man da keinen verschreckt und verprellt, aber ich glaube, da ist die Zeit einfach überfällig, diesen Korken aus der Flasche zu ziehen, da etwas zu verändern als positive Leistung, vielleicht um das eben auch positiv anzureizen, um ein interessantes Instrument den Familien wieder in die Hand zu geben, um eben darüber nachzudenken, wäre sicherlich diese Familienarbeitszeit. Ganz kurz, da kommen wir noch. Ich möchte das gerne an Frau Brandner gleich, weil Ehegattensplitting ist ja bei den Grünen so ein bisschen ein heikles Thema, nachdem man beim letzten Wahlkampf das eindeutig drin hatte, war dann eben so eher die Haltung vielleicht doch nicht so. Und jetzt hat man es aber doch wieder drin als Punkt. Argumentieren Sie doch auch noch mal bitte. Also wir haben es wieder drinnen, aber mit dem großen Unterschied, dass wir sagen, für Neuehen. Und dafür habe ich mich auch in unserer Partei eingesetzt und das ist auch, finde ich, richtig, weil das Problem im letzten Wahlkampf war zu sagen, Menschen haben sich vor 30 Jahren für ein Modell entschieden, als es komplett legal war, im guten Vertrauen darauf, dass es auch so funktioniert. Und sozusagen da ist der Vertrauensschutz etc., der dann reinkommt, zu sagen, kann man dann einfach deren Lebensentwurf abstempeln und sagen, ihr habt aber falsch gelebt. So, und so kam es ja im Wahlkampf 2013 rüber, die Grünen, so, das ist eigentlich nicht so, wie wir das gerne wollen. Und das ist natürlich eine Anmaßung, die auf Widerstand trifft für diejenigen, die es sich so entschieden haben. Deswegen gehen wir dieses Mal in den Wahlkampf mit der klaren Forderung zu sagen, wir wollen weg von dem Splitting, weil es erstens ungerecht ist, weil es eben nicht mehr heute die Kinder fördert. Vor 50 Jahren war das vielleicht so, dass Ehe identisch war mit Kindern. Heute ist aber
einfach sind so viele Kinder, die nicht in, deren Eltern nicht verheiratet sind oder nicht mehr. Und außerdem ist es ungerecht, weil es eben nur dann Kinder fördert, wenn die Eltern unterschiedlich viel verdienen. Das heißt, diese zwei Gründe sind einfach zentral, um zu sagen, das ist keine moderne Familienpolitik mehr, aber wir machen es für all jene, die ab einem gewissen Stichtag dann heiraten. Dann weiß man es auch, kann man sich darauf einstellen. Und dann gibt es auch eine andere Kinderförderung, wo dann mehr Geld für die Kinder eben gegeben wird. Und dann ist das, finde ich, eine faire Sache. Und für alle, die schon verheiratet sind, gibt es die Wahl, entweder zu einem neuen Modell zu gehen mit Individualbesteuerung, übertragbarem Grundfreibetrag, den wird es natürlich immer geben, und einer Kindergrundsicherung oder beim alten Modell zu bleiben. Und ich möchte an dem Punkt nochmal was sagen, weil wir ja jetzt immer viel auch hören von SPD und CSU, CDU zur Einführung eines Familiensplittings. Ist ja auch nicht ganz neu, weil da wird wenigstens der Kritikpunkt aufgegriffen, es gibt so viele Kinder, deren Eltern zusammenleben und die gar nichts davon haben. Das ist ein Teil der Kritik, die wir am Ehekernsplitting haben. Die hebt man zum gewissen Grad dann durch ein Familiensplitting auf, wo man sagt, man erweitert das für alle Eltern, die zusammenleben und Kinder haben, egal ob verheiratet oder nicht. Aber die zweite Ungerechtigkeit wird damit ja überhaupt nicht behoben, dass man nämlich ungleich viel verdienen muss. Ja, und das ist immer noch unsere Kritik. Deswegen finden wir auf Familiensplitting keine Antwort, weil da fällt wieder und eine zunehmende Anzahl von Eltern durchs Raster, die ungefähr gleich verdienen. Und ich sage mal für jetzt hier wirklich in dem Raum, ich finde es auch überhaupt nicht konsequent von der SPD einerseits eine Familienarbeitszeit einführen zu wollen, wo man genau das Modell fördert, dass beide gleichzeitig 80% arbeiten, ungefähr gleich viel verdienen und dafür der Staat dann Geld auf den Tisch legt, und gleichzeitig beim Familiensplitting bleibt, wo man genau das gegenteilige Modell fördert. Das ist die Inkohärenz von unseren familienpolitischen Leistungen, wo wir unglaublich viel Geld ausgeben, konträre Ziele damit fördern. Ja, und das ist eigentlich das, was ich gerne beenden würde, zu sagen, Leute, es geht um die Kinder, die kriegen die Unterstützung. Und ob die Eltern dann 80% oder 70% arbeiten, ja, wenn wir den großen Anreiz mal weghauen, der durchs Ehegattensplitting ja gegeben wird oder Familiensplitting, dann kämen wir echt weiter. Ich würde ganz gerne nochmal, also Ehegattensplitting ist hier, glaube ich, eindeutig. Haltung dazu, Familiensplitting ist in Frankreich ja immer das Modell, was genannt wird. Man hat ja auch gesehen, die Franzosen geben ja insgesamt für Familie nochmal deutlich mehr aus. Das Familiensplitting ist da sicher ein großer Posten. Ich würde aber ganz gern auch nochmal auf den, der in der Diskussion oft in Deutschland gar nicht so eine Rolle spielt, aber wie Sie mir gesagt haben, ja doch auch stark wirkt, nämlich die beitragsfreie Mitversicherung von Frauen. Also in dem Fall der nicht arbeitenden Ehepartner, was in Deutschland eben in der Regel Frauen sind. Wie sieht es denn damit aus? Naja, also wenn man sich das so anschaut, dass dieses Ehegattensplitting, dass man sagt, okay, die Familie oder das Paar wird als eine Einheit betrachtet und eben als solche auch besteuert. Deutschland steht jetzt nicht so alleine da. Dieser perverse Effekt, den ich hier, oder diesen Fehlanreiz, wenn ich so will, ja, den ich da aufgezeigt habe, das ist eben aus der Kombination dieser beiden Bereiche. Und wir sind eben auch ein Land, in dem diese Sozialbeiträge einen sehr großen Anteil der Abgabenlast haben. Und aus dieser Kombination, dass ich einerseits das Steuersystem neutral ist, was wer sozusagen das Einkommen erwirtschaftet, und ich gleichzeitig eben das Sozialversicherungssystem letztlich auf so ein Alleinverdienermodell zugeschnitten ist. Das haben Sie ja nicht nur in der Krankenversicherung, das haben Sie ja auch in der Hinterbliebenenversorgung. Also das gesamte Modell in der Sozialversicherung ist sehr stark darauf zugeschnitten. Dadurch habe ich sozusagen sowohl während der Erwerbsphase, wenn Kinder da sind, und auch letztlich danach, weil die Erwerbsaufteilung, die ich während der Kinderphase habe, die verfestigt sich ja auch danach. Ja, also es ist ja nicht so, dass dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann auf einmal beide gleichmäßig arbeiten und auch gleiches Einkommen erzielen. Das, was ich während der Kinderphase beschlossen habe, wirkt sich ja auch danach fort. Und es wirkt sich auch, wenn man die Sozialversicherung nimmt, auch sozusagen auf die Phase der Rente fort. Wer hat die Rentenansprüche und wer hat nur abgeleitete Rentenansprüche? Also das größere Problem ist vielleicht gar nicht das Ehegattensplitting, sondern das Problem ist wirklich eine Kombination aus dem Sozialsystem, Sozialversicherungssystem, so wie wir es haben, und dieser steuerlichen sozusagen Neutralität gegenüber, wer im Haushalt oder in der Familie das Einkommen erwirtschaftet.
Gut, also man sieht, es ist noch komplexer, denn ich denke mal, das Brett, wenn man an die Sozialversicherungen geht, ist wahrscheinlich noch dicker als das Steuersystem. Das haben einige Länder, also gerade in Schweden war das so, die haben diese Hinterbliebenenversorgung irgendwann mal abgeschafft. Ja, und die Niederlande sind, glaube ich, auf ein Prämienmodell gegangen, von einem Sozialversicherung hin zu einem eher privaten Krankenversicherungssystem. Aber jetzt auch, nehmen Sie die Rentenversicherung. Ja, also da ist halt eben der Anspruch, ich muss individuelle Ansprüche erwerben, sonst habe ich eben keine Rente aus der Rentenversicherung. Und das ist natürlich ein sehr starker Anreiz, dann auch erwerbstätig zu bleiben. Wahrscheinlich ein noch stärkerer, als wenn man an dem Eheglattensplitting justiert und dann auch mit dieser langen Übergangsphase. Frau Brandner, also, wollen Sie dazu aber gut, das ist natürlich auch ein dickes Brett und ja, würde ich ganz gerne weiß auch ich nicht, wie das ist, wenn man sowas ins Wahlprogramm schreibt. Aber natürlich, das ist sicherlich mindestens genauso wirkmächtig. Unser Ansatz ist da eher zu sagen, dass man für Paare, die auch nicht verheiratet ist, es ermöglicht, ein freiwilliges Rentensplitting einzuführen. Also dass, wenn Paare sagen, jetzt geht eine ein bisschen zurück oder der andere, dass man dann das freiwillig auch splitten kann und sagt, die Hälfte meiner Anwartschaftspunkte teile ich mit dir für diese Zeit und das eben eher ermöglicht. Also wir gehen ja eher in die andere Richtung zu sagen, wir wollen ja auch nicht nur noch einen Staat, wo es Individuum und Staat gibt und dazwischen nichts mehr, sondern es ist ja auch schon eine, also zumindest meine Vision der Gesellschaft ist eine, wo die Menschen auch noch füreinander einstehen. So, und dass das auch im Interesse von einem Staat ja ist, dass das passiert und dass es da eher absurd ist, dass es eben in der Ehe gibt es ja den Versorgungsausgleich und dann wird es geteilt, da können sie auch kaum was, also können sie nichts dagegen tun, ist ja so, aber dass es freiwillig, wenn man nicht verheiratet ist, ja im Rentensystem nicht vorgesehen ist. Und da ist eher unser Ansatz zu sagen, wir eröffnen das für ein freiwilliges Rentensplitting. Bei den Geldleistungen ist das eine eben Abgaben und Steuern, das haben wir jetzt. Wie sieht es denn aus mit den Geldleistungen, die wir haben? Also das Elterngeld ist hier schon mal genannt worden als eine Leistung, die hochpopulär ist. Ich glaube, gleich nach dem Kindergeld inzwischen kommt. Aber es ist ja die Frage, sind wir vielleicht in dem Bereich, also ich will jetzt nicht über das Kindergeld hier diskutieren, aber beim Elterngeld muss man da ansetzen aus Ihrer Sicht, um ja auch mit Blick auf die Partnerschaftlichkeit. Also so, das war sicher das erste Instrument, was überhaupt das Thema mal aufgegriffen hat. Also die Diskussion um Vätermonate, da erinnern wir uns sicher auch noch alle dran. Aber zur Partnerschaftlichkeit hat das bislang zumindest nicht den ganz großen Effekt gehabt. Also wir sehen ja immer, dass diese in der Regel 2 Monate genommen werden, von den Männern relativ selten mehr. Und dass eben das auf die Arbeitszeit danach eigentlich nicht so den Rieseneffekt hatte. Also das war jedenfalls jetzt so bei der Bilanz 10 Jahre Elterngeld, dass da eigentlich auch gesagt hat, vielleicht muss man da irgendwie noch das weiterentwickeln. Wie würden Sie das einschätzen? Wie wichtig ist das, wenn man auch mal die Väter in Blick nimmt? Ja, genau, da ist das Elterngeld von seinen Anreizen, wie es gedacht ist, wie es konzipiert ist, eigentlich ein tolles Modell. Ne? Das hat das sozusagen alles mit drin. Durch die Weiterentwicklung Elterngeld Plus hat man da ja auch die Möglichkeit, eben diese partnerschaftliche Erwerbskonstellation da in der frühen Zeit wirklich auch gut einzuüben. Die Familienarbeitszeit wäre sozusagen eine Anschlusslösung, um dort eben ja frühzeitig in der Familienphase das zu praktizieren, gefördert oder unterstützt zu praktizieren, was man sich langfristig eigentlich vorstellt. Also von daher, ich finde das gut, diesen Weg, wie es jetzt mit dem Elterngeld Plus gelaufen ist, und würde mir wünschen, dass man über diese Partnerkomponente, sind ja nicht Vätermonate, sondern Partnermonate, tatsächlich weiter nachzudenken, ob das ein Weg ist, diese Leistung weiterzuentwickeln, was man neben diesen harten Fragen, wer arbeitet wie viel, ja schon noch feststellen kann, ist, dass die Väter durch diese Partnermonate anders ins Familienleben reinkommen. Also das ist, glaube ich, schon ein nachhaltiger Effekt, dass sie sich anders in der Familie bewegen, anders mit den Kindern beschäftigen. So ein reines Strohfeuer ist es nicht. Das muss man, glaube ich, zur Ehrenrettung des Elterngeldes an der Stelle auch nochmal sagen. Zur Weiterentwicklung
So, ich nehme wieder das Mikro. Also es gibt erstmal schon in der aktuellen Konstruktion vom Elterngeld mit der Teilzeit, die ja jetzt ermöglicht ist, finde ich einen echten Konstruktionsfehler. Und zwar ist ja heute so, wenn Sie eine halbe Stelle dann wieder mit anfangen oder 70 oder 80%, ist ja egal. Sie kriegen ja immer nur doppelt so lange die Elterngeldmonate. Ja? In Schweden, in skandinavischen Ländern ist es viel klüger gemacht. Wenn Sie nur um ein Fünftel reduzieren, kriegen Sie es auch fünfmal so lange. Ja? Das heißt, da ist der Anreiz eher dann sozusagen auf eine größere Teilzeit zu gehen. Bei uns ist es so, warum sollte ich 70% arbeiten, wenn ich deswegen nicht einen Tag länger Elterngeld bekomme? Da mache ich doch lieber eine halbe Stelle. Und weil wir wissen, dass sich das ja dann verfestigt, ist der Anreiz sozusagen da eher für eine kleinere Teilzeit. Anstatt diesen Konstruktionsfehler zu beheben, ja, kommt jetzt eine Familienarbeitszeit, wo man sagt, wenn beides schaffen, gleichzeitig 80% zu schaffen, dann gibt es nochmal 300 Euro. In Schweden gibt es ja nicht solche engen Stundenkorridore, aber eben die, finde ich, sinnvolle Vorgabe, wenn du weniger reduzierst, kannst du es länger nutzen. Und deswegen wird es auch über einen längeren Streckenraum genutzt und führt de facto dazu, dass sich die Eltern einpendeln. Zu der Frage, wie kriege ich Partnerschaftlichkeit hin? Wir haben das lange auch mit vielen europäischen Vergleichen diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, diese Stundenvorgabe, also beide gleichzeitig zur gleichen Zeit auf 80%, macht keinen Sinn. So funktioniert Familie nicht. Ja? Also das schaffen vielleicht zwei Beamte, die irgendwie das gut hinbekommen können, aber alle, die schon irgendwie selbstständig sind, die in unterschiedlichen Berufsfeldern arbeiten, unglaublich schwierig, gleichzeitig auf 80% zu gehen. Und vielleicht ist es ja auch okay, wenn einer erstmal auf 80% geht und dann der andere. So, warum sagen wir, es muss gleichzeitig sein? Wer bin ich als Gesetzgeber und sage, das ist jetzt das neue Modell? Wir wollen die Partnerschaftlichkeit nicht über die Stundenanzahl hinbekommen, sondern über die Monate. Und das war auch gestern, was der Experte aus der Schweiz gesagt hat, machen Sie mehr Monate, die ansonsten verfallen. Ja, und da ist unser Ansatz zu sagen, wir wollen insgesamt 24 Elterngeldmonate, also 10 Monate mehr. Dann kriegt ein Elternteil 8 Monate, die nicht übertragbar sind, der andere Elternteil auch 8 Monate, nicht übertragbar, und 8 Monate, die sich aufteilen können. Da kriegen sie automatisch eine stärkere Partnerschaftlichkeit hin, weil ansonsten verfallen 8 Monate. Ja, und der Deutsche rechnet und sagt sich, Mann, da verfallen mir 8 Monate, die ich nicht mehr habe. Ich glaube, dass die Partnerschaftlichkeit wesentlich freiheitlicher und selbstbestimmter über so eine Verstärkung der Vätermonate funktioniert, als über enge Stundenkorridore. Das ist nicht lebensnah, das ist doch total realitätsfremd und viel zu sehr dirigistisch in Familien rein. Deswegen habe ich da, finde ich, die Familienarbeitszeit kein gutes Konzept, weil es eben einerseits den großen Manko der Elterngeldmonate überhaupt nicht aufhebt, dass es einen Anreiz für die kleine Teilzeit gibt, dass man andererseits sehr dirigistisch ist, dass es realitätsfern ist, und eigentlich wissen wir alle, müssen wir an die Übertragbarkeit rein. Und das ist der Hebel, der wirkt, und den sollten wir uns trauen, auch zu nutzen. Und letzter kurzer Punkt, es gab ja jetzt, finde ich, einen sehr guten Vorschlag von der EU-Kommission zur Elternzeitrichtlinie, der ist richtig gut, der sagt, Minimum 4 Monate Vater, Minimum 4 Monate Mütter, oder halt sozusagen kann auch 2 Mütter, 2 Väter sein, aber sozusagen pro Elternteil 4 Monate nicht übertragbar. Das kann ja jedes Land dann mehr machen, bei uns könnten es mehr Monate sein. Und sie haben hinzugefügt, 10 Tage für den Vater nach der Geburt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese 10 Tage, gestern haben wir die biologische Erklärung mit noch so alles dazu bekommen, was das alles an Hormonen ausschüttet etc. Keine Ahnung, das kann man drüber lachen, aber andererseits sind diese 10 Tage nach der Geburt sehr wichtig. Und heute ist es ja schwierig, wenn man dafür nicht Urlaub wirklich nehmen will, 10 Tage Elternzeit beantragt man kaum. Und das finde ich von der EU-Kommission eigentlich einen sehr guten Vorschlag, zu sagen, wir machen die 10 Tage nach der Geburt auch für den Vater bei Lohnersatz. Und dann gibt es eben pari pari die Elterngeldmonate. Und in Deutschland könnten wir da etwas großzügiger sein als die 4 Monate. Aber eigentlich, finde ich, ist das der Ansatz für eine Partnerschaftlichkeit und nicht nur rumgefittelt bei irgendwelchen Stunden. Gegen das Mikrofon ist ja. Was ich noch sagen wollte, dass man schon auch, wenn man, also ich finde das, was Sie sagen, gut. Und, aber ich würde denken, dass man das wirklich auch dann in den Gesamtzusammenhang stellen muss. Also auf der einen Seite ist es die Diskussion um eine Verfeinerung des Elterngeldes. Auf der anderen Seite korrespondiert das natürlich auch mit der Betreuungssituation. Ja. Dass ich sozusagen, ich kann mich nicht nur auf die Geldleistung alleine konzentrieren, sondern muss sozusagen in der Verfügbarkeit und auch in der Qualität der Betreuung muss ich genauso nachsteuern. Das sind sozusagen die beiden Seiten der Medaille. Und
Was man dann vielleicht auch noch sagen muss, das haben wir jetzt auch vorher besprochen, ich meine, dieses ganze System ist eingebettet, Stichwort Ehegattensplitting, Sozialversicherung, in ein System, das eigentlich in eine andere Richtung zieht. Also wir müssen uns auch immer darüber im Klaren sein, dass es da eine Spannung gibt und ein bisschen vielleicht ausgleichen an Anreizen, die es in dem anderen System in die eine Richtung geht, versuchen wir mit dem Elterngeld auszugleichen. Also wir sind da so ein bisschen in der Mitte leider. Ja. Es ist nicht so, dass man sagt, hier, wir haben ein konsistentes familienpolitisches Modell, das sozusagen ein klares Ziel hat, sondern es sind widerstreitende Interessen, widerstreitende Ziele, die da durch die verschiedenen Maßnahmen wirken. Gut, ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema, was ja auch überall hier mit reinspielt, aber noch nicht ganz als extra Thema erwähnt worden ist, die Alleinerziehenden, eine wachsende Gruppe, die natürlich auch, wenn es um Vereinbarkeit geht, oft auch noch mal eine ganz andere Herausforderung zu meistern hat. Und wir haben ja in Deutschland gerade bei den Alleinerziehenden auch eine sehr große Spreizung, einmal welche, die also einen erheblichen Anteil, die nicht arbeiten können oder es eben aus Grund von Vereinbarkeit auch nicht unbedingt schaffen und dann auch oft dann dort stecken bleiben. Und dann haben wir einen Teil, der es zwar schafft, aber auch einen ziemlichen Spagat hinlegen muss. Und da würde ich ganz gerne zunächst einmal an Sie, was Sie da auch in der Prognostudie, Sie hatten ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, die Alleinerziehenden würden auch davon profitieren. Können Sie das noch mal kurz anführen? Ja, genau. Gut, das sind jetzt erstmal diese gesamtwirtschaftlichen Szenarien, wenn wir feststellen, die Trends setzen sich deutlich verschnellert oder beschleunigt fort. Müttererwerbstätigkeit kann weiter aufwachsen, dann sind es eben auch insbesondere Alleinerziehende, die davon profitieren. Die Armutsrisikoquote würde nach den Berechnungen um ungefähr 6 Prozentpunkte sinken in dem globalen Bild. Aber die Situation ist ja komplex. Ne? Was ermöglicht es diesen Frauen tatsächlich? Und das kann einfach eine sehr schwierige Lebenssituation sein, Partnerschaftlichkeit ohne Partner zu leben in Bezug auf Vereinbarkeit. So, da ist natürlich dieser Aspekt der Betreuung wahnsinnig wichtig. Quantität und Qualität natürlich, aber eben erstmal muss überhaupt was da sein zu den richtigen Zeiten. Das ist sehr wichtig. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, ist es natürlich auch eine Frage, wie können sie unterstützt werden effektiv? Wie können diese Haushalte wirtschaftlich auch stabilisiert werden, dass es eben keine Nachteile für die Kinder gibt, keine Teilhabeschwierigkeiten, das Wohlergehen muss stimmen. Und ich glaube, auch da ist Möglichkeit oder gibt es Möglichkeiten, die Leistung besser auf diesen Familientyp hin auszurichten. Also steuerliche Leistungen zum Beispiel greifen da einfach nicht so stark, weil diese Familien wenig Steuern zahlen. So, da muss es schon eine Gutschrift sein. Die Erreichbarkeit durch den Kinderzuschlag, eigentlich ein ganz gutes Instrument zur Armutsreduzierung, ist begrenzt durch Anrechnungsregelungen. Alles das sind verschiedene Stellschrauben, die man betätigen kann, um die Situation da auch zu verbessern. Herr Rumpf, nochmal die internationale Perspektive. Naja, da gibt es einige Länder, die auch ganz interessante Modelle, gerade was die Gutschrift angeht und die Gutschrift auch in Verbindung mit sozusagen einer Mindeststundenzahl an Arbeit, weil also der Weg aus der Falle sozusagen bei Alleinerziehenden ist ja, also aus der Armutsfalle ist ja letztlich über eine Erwerbstätigkeit. Und das sollte unterstützt werden und das sollte auch nach Möglichkeit im Zentrum voller so einer Unterstützung gehen. Und da gibt es ein Modell in Irland, das die etwas reduziert haben nach der Finanzkrise, dass man sagt, okay, diese Unterstützung gibt es eben bei einer Mindestarbeitszeit von 20 oder 30 Stunden und das auch sozusagen aufwachsend. Und das war ein sehr, sehr relativ generöses Modell, das quasi der Staat im Grunde zu dem Verdienst nochmal das Gleiche draufgelegt hat. Ja, also keine Abgaben, sondern eher eine Verdoppelung des Verdienstes, wenn eine bestimmte Mindeststundenzahl erreicht war. Ja, es wurden ja schon einige Punkte erwähnt, wobei man immer wieder daran erinnern muss, dass Alleinerziehende im Durchschnitt mehr Stunden arbeiten als Frauen, die in einer Paarbeziehung sind. Also das muss man immer im Kopf haben. Das sind ja nicht diejenigen, die nicht arbeiten, sondern die arbeiten im Durchschnitt mehr. Es reicht nur trotzdem nicht, so, weil es eben ein Frauengehalt ist,
was eben meistens niedriger ist als das Männergehalt. Das ist einfach in Deutschland ja immer noch so. Sie eben im Durchschnitt mehr in Berufen arbeiten, die per se weniger bezahlt werden, als Männerjobs bezahlt werden. Das heißt, da hängen auch noch viele Dinge dran, warum sie eigentlich mehr arbeiten als Mütter in Paarbeziehungen und trotzdem in der Armut landen. Deswegen ist es nur teilweise der Ansatz zu sagen, wir brauchen bessere Betreuung, die ist auch notwendig, Randbezeiten, Ganztag, auch in der Schule, das sind alles total wichtige Sachen, weil da hapert es eben auch häufig dran, aber auch eben die Frage Lohngerechtigkeit, bessere Bezahlung von Jobs in der Pflege, in dem ganzen Bereich, wo eben viele auch tätig sind. Das muss man zusammendenken, weil eben viele durchaus ja schon fast eine Vollzeit haben, aber davon eben trotzdem nicht ausreichend sich und ihre Kinder ernähren können. Und mit der Kinderbetreuung ist es wirklich so, dass es da wir bei den Kitas teilweise schon ganz gut sind. Die Katastrophe kommt, wenn das Kind in die Schule kommt. Dann gibt es manchmal, also in den meisten Bundesländern, dann ist es ja nicht unbedingt eine Ganztagsschule, sondern Nachmittagsbetreuung, die qualitativ häufig wirklich nicht überzeugend ist. Je nach Stadt, ob die das sich leisten kann, da auch qualifiziertes Personal zu haben oder nicht. Das heißt, da muss noch viel investiert werden in Randzeiten, in Ganztag, Kita, Schule, um das Alleinerziehen zu ermöglichen. Aber wie gesagt, auch da geht es auch um die Gehaltsfragen. Und bei dem Punkt Gutschrift statt Steuer, eindeutig, ja, das sagen ja auch alle Experten, dass man mit dem Geld, was man dafür so eine Steuergutschrift eingibt, relativ viele aus der Armut rausholen könnte. Das wäre ziemlich effektiv. Also wenn man wirklich was gegen die Armut machen will, dann muss man halt nicht nur einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erhöhen, das ist alles schön und gut, aber man muss vor allem mal eine Steuergutschrift für die Niedrigverdienerinnen einführen. Und das wäre, es gibt es übrigens ja auch in Österreich, also es ist nicht nur Irland, das sind eigentlich die Länder, die das geschafft haben, die Alleinerziehenden da rauszuholen, haben es größtenteils durch eine Steuergutschrift geschafft, durch andere Anrechnungssysteme, haben Sie auch erwähnt, ja, wie wird Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, wie wird es alles angerechnet. Das heißt, da gibt es Stellschrauben, die wir eigentlich auch alle kennen. Also da ist eigentlich nicht das Problem, dass wir nicht gut genug wüssten, wie es in anderen Ländern funktioniert hat. Ja, dass die Lobby halt nicht stark genug ist. So mal ganz ehrlich, also ich finde, das ist, da wissen wir, was die Rezepte sind, die sind durchgerechnet, wir wissen, dass die extrem kosteneffizient sind im Vergleich zu großen Geldverschenkungsmaßnahmen an alle, ja. Sind die sehr effizient und holen unglaublich viele aus der Armut raus. Und wenn man dann noch fragt, warum, obwohl es in Irland, in Österreich und zig anderen Ländern funktioniert, wir wissen, es würde gar nicht so viel kosten, wird es trotzdem nicht gemacht. Da kann ich nur ein Beispiel geben aus einer Bundestagsdebatte, die wir dazu haben, wo eine Abgeordnete auch aus der CDU-CSU dann gesagt hat, wir wollen aber diese Lebensform auf Dauer nicht tolerieren. Und das ist einfach eine Haltung, die da immer noch dahinter stellt. Und dann rief ein anderer Ziel, das muss halt schon noch ein wenig Schmerzen, wenn man sich trennt. So, und das ist das, was einfach ganz tief drin irgendwo immer noch dabei sein muss. Also so ein bisschen eine finanzielle Abhängigkeit muss da schon auch noch sein, weil sonst trennen sich die Frauen ja auch schon einfach zu schnell. Und das kann es ja auch nicht sein. Und das ist das, was so ganz tief manchmal dann kommt, es in solchen Aussagen, so Zwischenrufen im Parlament hört man die dann immer wieder. Dann wundert man sich allerdings, warum gerade eine unionsgeführte Bundesregierung das Unterhaltsrecht so verschärft hat, dass es zumindest für die Männer, meistens die Männer, nicht mehr so wehtut wie früher, sich scheiden zu lassen. Aber das ist vielleicht, ja, ich sage ja, aber das ist dann vielleicht nochmal ein weites Thema, ein anderes Thema. Ich würde gerne jetzt, wenn Bedarf besteht, die Diskussion fürs Publikum öffnen. Also wenn Sie Fragen haben, bitte melden es. Stehen hier alle drei gerne auch für Antworten zur Verfügung. Ja, danke schön, wie gestern, danke schön. Ja, ich komme von elterngeld.net. Wir beraten halt Eltern zum Elterngeld mit vielen Informationen auf unserer Webseite. Wir haben so 400.000 Besucher im Monat. Und wir sorgen halt dafür, dass die Väter auch das Elterngeld in Anspruch nehmen und ihr dann zahlt. Ja, was auch die OECD ja eben sagte im Vortrag, dass das ganz wichtig ist. Ich habe ein Problem mit der Familienarbeitszeit und auch mit den Partnerschaftsbonusmonaten. Denn die Arbeitszeit sitzt ja zum Beispiel bei den Partnerschaftsbonusmonaten zwischen 25 und 30 Wochenstunden. Nach dem Elternzeitgesetz wissen wir, dass es bei Beschäftigtenzahlen bis 15 Mitarbeitern keinen Rechtsanspruch gibt auf die Elternteilzeit. Das heißt, in den meisten Unternehmen, die sind klein, können die Mitarbeiter diese Leistung gar nicht in Anspruch nehmen. Ja, das ist also auch ein Konstruktionsfehler, der wird aber selten so mal diskutiert. Ein zweiter Punkt, diese Kinderzeit Plus von den Grünen.
Wir haben uns zu Hause hingesetzt, haben uns das gesamte Material, was es gibt, angeschaut und wir mussten feststellen, da ist ja nichts Konkretes. Ja, das heißt, wir konnten die Höhe nicht ausrechnen, die Anzahl und ob es nun Basisentgeltmonate sind oder Entgeltplusmonate, die da irgendwie genommen werden, das wussten wir nicht. Ja, ich würde das hier gerne auf meiner Seite präsentieren, auf der Startseite gleich. Die Grünen haben ein super Konzept, würde ich machen. Ja, 400.000 Besucher pro Monat, das wäre mal was. Ja? Wenn ich es denn verstehen würde. Klare Ansage. Also können wir gerne noch dran anarbeiten, aber von dem Lohnersatzleistungsniveau her würden wir gar nichts ändern. Also sozusagen von dem Prozentsatzsätzen würden wir das weiterführen lassen wie bisher. Das ist vielleicht ein Fehler, dass wir das nicht dazu geschrieben haben, dass wir das nicht ändern wollen. So, aber die, das Konzept ist eben, es gibt 24 Monate, 8 für, pro Elternteil, 8 sind übertragbar. Von dem Lohnersatz ändern wir nichts an der aktuellen Struktur. Sondern es bleibt auch bei dem sozusagen 1,8 und dann nach unten würden wir es erhöhen auf Minimum 400. So, das ist die, sind die groben Ziffern und dann würden wir es eben flexibilisieren im Sinne von Teilzeit. Je weniger man reduziert, desto länger kann man es benutzen. Das ist die Logik, die dahinter steht. Das ist 1:1, wie es in Schweden de facto ist. Also das haben wir uns in Schweden abgeguckt, brauche ich auch nicht zu verstecken. Da läuft das ganz gut, dass man das ziehen kann und wir würden den Zeitraum, bis wann die Monate genutzt werden können, auf das Alter von 14 erhöhen. Das sind die groben Fakten. Und dafür würden wir aber alles mit diese extra Monate und alles, was es heute gibt, weg. Ja, sozusagen, das würde es wirklich vereinfachen. Es gibt diese 24 Monate und dann muss man nicht diese gleichzeitig in den 25 bis 30 etc. Das würde wegfallen. Von daher wäre es eine ziemliche Vereinfachung. Die nach oben. Ja. Ich habe eine Frage an den Matthias Rumpf und zwar zu Ihrer Präsentation vorhin. Da gab es doch diese eine Folie, wo Sie gezeigt haben, wie können wir so ungefähr den Status quo erhalten und dass der Status quo, diese Kurve, die so kurz nach oben geht und dann so ganz langsam nach unten geht, der Status quo in Sachen Erwerbstätigkeit kann nur gehalten werden, wenn die Frauen genau das machen, was die Männer jetzt auch schon machen, was sie selbst als relativ unwahrscheinlich bezeichnet haben. Meine Frage zu dieser Folie ist, von welchem Szenario wird ausgegangen, dass die erwerbstätigen Welt genauso bleibt, wie sie heute 2017 ist oder verändert die sich mit? Also es gibt ja ganz viele, die sagen, digitale Revolution, Robotik, Berufsstände sterben aus und so weiter. Ist das eingeflossen, weil das ja doch auch ein wichtiger Faktor ist bei den Überlegungen, na, wie mache ich das jetzt mit meiner Erwerbstätigkeit in den nächsten 20 Jahren? Ich glaube, offen gestanden müsste ich das auch nochmal genau nachschauen, aber ich denke mal, in dem Bereich ist es wirklich so, dass wir auf sozusagen, was die Faktoren, die Sie angesprochen haben, da mehr oder weniger auf den Status quo zurückgegriffen haben, sondern nur berechnet haben, okay, wie entwickelt sich die Bevölkerung? Die Bevölkerung altert und es gibt mehr ältere Menschen, also auch die außerhalb des Erwerbslebens sind oder sozusagen nicht mehr zur Erwerbsbevölkerung gehören und wir haben die ja relativ großzügig angesetzt, also bis 74. Und wie sich dann, wenn man die Arbeitszeiten, die man heute bei den Männern hat, also die durchschnittliche Arbeitszeit, Erwerbsbeteiligung, wenn man die auf die Frauen übertragen würde. Und da ist jetzt nicht einberechnet, wie sich die Arbeitswelt insgesamt oder auch vielleicht das Arbeitsvolumen insgesamt verändern würde, sondern einfach nur sozusagen wie Zahl der Arbeitstätigen, und das ist auch glaube ich, in Vollzeit war das gerechnet, sich verändert, wenn man eben das Profil, sowohl die Erwerbsbeteiligung als auch die Arbeitsstunden an die der Männer angleicht. Ja, also mein Name ist Claudia Bartesfaller und ich arbeite in der Universität Oldenburg an einer Familienstelle, die zur Vereinbarkeit berät. Inzwischen gibt es ja an vielen Hochschulen solche Familienservices und ich habe eine Nachfrage, die geht so ein bisschen in eine grundsätzlichere Richtung. Aber vorweg möchte ich sagen, mich interessiert sehr, ich fand diese Statistiken, die Sie gezeigt haben, alle sehr erhellend und bin sehr dankbar dafür und auch über die beiden Statements zu dem Thema, dass der Arbeitsbegriff in Frage gestellt werden muss. Und dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir Vollzeitarbeit definieren wollen, weil das so eine Stellschraube ist für ganz vieles. Und und
Das andere, was mich jetzt hier noch mehr interessiert, ist, es wurde viel davon geredet, dass diese in Deutschland die Absicherungssysteme so sehr komplex verzahnt sind mit der Familienpolitik. Ja, und insofern ist es immer ganz schwierig, die Zusammenhänge zu erkennen, wie sie wirklich sind und ja, so über Systemfragen zu sprechen. Worum es mir jetzt geht, ist, bei diesen Statistiken hat man auch deutlich gesehen, dass die, ja, das Einkommensgefälle, das ist nirgends so groß wie in Deutschland. Und die Erwerbstätigkeit ist zwar gestiegen von Frauen, aber ja mehr in den Niedriglohnsegmenten und auch bei der geringen Teilzeitbeschäftigung, während die Männer immer mehr Vollzeitarbeit im Sinne von mehr Stunden und noch mehr als 40 Stunden arbeiten. Und das ist eine Diskrepanz zu den Wünschen der Männer und Frauen. Beide wünschen sich eigentlich, dass es in die Richtung geht, partnerschaftlich, nämlich vollzeitnahe Teilzeitbeschäftigung oder teilzeitnahe Vollzeitbeschäftigung. Dieses 30-plus-minus-Segment ist das, was die Menschen auch tatsächlich, also die Menschen, die Kinder betreuen, sich wünschen. Und ja, deswegen ist es so wichtig, diesen Arbeitsbegriff sicherlich im Blick zu nehmen. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, es gibt, was mir etwas fehlt bei den Themen, die auf einer Tagung zur Familienpolitik diskutiert werden, ist dieser ganze Bereich der Pflege. Ich habe mich die ganze Zeit seit gestern gefragt, warum das so wenig mit Thema ist. Denn wenn die Kinder dann groß geworden sind und betreut worden sind, dann stehen ja als nächstes die pflegebedürftigen Eltern und Angehörigen da. Und unser wohlfahrtsstaatliches System ist so aufgebaut, dass es dann auch wieder von den Familienangehörigen übernommen werden muss, die Pflege. Insofern ist es absolut ein Thema, das die Familienpolitik ja betreffen müsste. Aber ja. Ich glaube, es ist angekommen. Danke. Vielleicht, Herr Rumpf, können Sie noch mal, also so die Frage eben, diese Verknüpfung von Arbeit, so wie wir sie heute verstehen, als Normalarbeitsverhältnis und dem Sozialstaat, also das war ja eins der Themen, dass es eben so schwierig ist, da ranzukommen, also die neu zu definieren, weil eben eigentlich unser ganzes Sozialsystem auf diesem volle Arbeitsplatz aufgebaut ist. Also das, denke ich, macht das sicher komplex, aber nichtsdestotrotz ist das sicher auch ein Bereich und die Pflege da vielleicht auch mit einzubeziehen. Naja, bei der Pflege, also da muss ich mich entschuldigen, weil das ist quasi, war sozusagen außerhalb des Bereichs dieser Studie, aber Sie haben völlig recht. Das, was Sie für Elternzeit sagen, könnte man natürlich auch sich für Pflege überlegen. Ich meine, die Problemlagen sind letztlich ähnlich. Also ich habe in meiner Familie Verantwortung und möchte die wahrnehmen und die steht potenziell in Konflikt zu meiner Erwerbsarbeit. Und da ist eigentlich jetzt aus meiner Sicht kein großer Unterschied, dass die nicht so stark im Blick ist. Tja, vielleicht liegt das daran, dass ich sozusagen mit der Entscheidung für Kinder und wie sich dann die Arbeitszeit verteilt hat, die Mütter dann auch gleich die Pflege übernehmen und das hat sich ja alles schon so eingespielt. Ich glaube, das könnte ein Grund dafür sein, aber Sie haben völlig recht. Also eigentlich müsste man, wenn man das konsequent denkt, auch diesen Bereich mit in Betracht ziehen. Frau Brandner, können Sie vielleicht? Ja, ich habe es ja vorhin schon an einzelnen Punkten auch gesagt, dass man das, wenn man über Fürsorge, Care-Arbeit spricht, dass man das natürlich immer allumfassend auch definiert und nicht nur über die Kinder spricht. Ihre Expertise ist jetzt über die Kinder, deswegen habe ich auch eher darauf mich bezogen. Aber klar, unserer Meinung nach muss man bei der Pflege erstmal noch richtig investieren in die Infrastruktur, weil wir da wirklich mit stationärer Pflege noch große Lücken haben, wo der Unterstützungsbedarf einfach noch enorm ist. Es ist ja auch nicht ganz eins zu eins so, weil häufig das nicht unbedingt so ist, dass man auch in der gleichen Stadt lebt. Ja? Also die meisten Eltern leben oder Mütter auf jeden Fall, oder, also ein Elternteil ist meistens in der Nähe des Kindes. Das ist heute bei nicht immer mehr überhaupt so der gegebene Fall. Und was dort häufig ein Bedürfnis ist, ist eine Zeit, die man hat, um dann die Pflege zu organisieren. Ja, also es kommt ja auch meistens
ja, nicht immer überraschend, aber manchmal kommt es von heute auf morgen und dann muss man die Pflege organisieren. Und da ist unser Ansatz zu sagen, dass wir eine dreimonatige Pflegezeit wollen, die de facto relativ analog wäre zu den Elterngeldmonaten, also eine Lohnersatzleistung mit Minimum und einer Obergrenze für 3 Monate aber, die auch nicht zum Ziel hat, eben in die Dauerpflege zu gehen, sondern die Pflege zu organisieren, weil das dauert eine Zeit. Ja, man braucht, vor allen Dingen, wenn man auch nicht vor Ort ist, ist es relativ kraftanstrengend. Und heute wird es häufig dadurch abgefedert, dass sich dann die Betroffenen selber krank schreiben lassen. Ja, das heißt, es findet statt, aber es wird über die Krankenkassen de facto finanziert. Und da sagen wir, das müsste man eigentlich da rausnehmen. Man braucht eine Pflegezeit, um das zu organisieren. Aber eben es nicht in dem Sinne ganz eins zu eins möglich ist wie bei den Kindern, weil das nicht zutrifft und auch häufig gar nicht unbedingt den Wünschen entspricht. Und erlauben Sie mir noch einen Punkt, weil Sie gesagt haben, Sie kommen von der Uni. Beim Wissenschaftsbetrieb, finde ich, ist das nochmal eine ganz andere Frage, wie Vereinbarkeit von vor allen Dingen auch Aufstiegsmöglichkeiten und Familie zusammenhängen. Weil natürlich das Bild eigentlich wird man Prof hinterher, wenn man an 3 Unis war, davon mindestens eine irgendwo im Ausland in relativ kurzer Zeit. Und das müsste eigentlich zwischen 30 und 40 passieren, wo die meisten dann irgendwie Kinder bekommen oder wollen. Und das ist, finde ich, in der Uni noch eine riesige Herausforderung. Wie können wir das umstrukturieren, dass es auch für Familien irgendwie wirklich wird, das zu ermöglichen, die partnerschaftlich arbeiten und dass es nicht darauf ankommt, dass der eine oder der andere sich komplett zurücknimmt. Da müssten wir jetzt vielleicht auch gucken, dass, genau, wunderbar. Wir hatten vorhin schon über das Elterngeld gesprochen und dass Väter dazu tendieren, die 2 Partnermonate zu nehmen, meist zu Beginn der Elternzeit oder die letzten 2 Monate. Häufig werden diese Monate zusammengenommen von den Eltern zusammen und je nach wirtschaftlichen Möglichkeiten auch mal als quasi staatlich subventionierter Urlaub verwendet, vorzugsweise in Neuseeland. Das betrifft sicherlich nicht alle Bevölkerungsgruppen, aber so wird das auch gerne interpretiert und ausgenutzt. Ich frage mich deswegen, inwiefern die Elternzeit wirklich in den Gruppen, in denen auch tatsächlich Doppelverdienst angestrebt wird, wirklich das bringt, nämlich Partnerschaftlichkeit, was es anzielt. Und denke, dass in der Erweiterung oder in der Überarbeitung des Elterngeldes es durchaus sinnvoll sein kann, dass man die Elternzeit so aufteilt, dass es eine gewisse Elternzeit nur gibt, wenn ein Elternteil die nimmt, sodass tatsächlich beide in der vollen Verantwortung für das Kind stehen, für einen bestimmten Zeitraum. Wie stehen Sie dazu? An wen ging das? An Frau Brandner, ja. Also ich würde da jetzt auch nicht von Ausnutzen sprechen, sondern das ist ja trotzdem Zeit, die sie gemeinsam mit dem Kind verbringen, was ja auch das Ziel ist. So, aber natürlich, wir haben da auch keine, wir wissen ja nicht, wohin die Eltern gehen, das können wir auch nicht staatlich abfragen. Also von daher haben wir in dem Sinne da jeder nur seine Anekdoten aus seinem Freundeskreis. Ja, also, aber wir können, also es wird ja nicht staatlich abgefragt, waren sie in der Zeit in Neuseeland oder in Schweden oder in Sri Lanka, keine Ahnung. Von daher haben wir da, so, das hört man häufig, man kennt es auch teilweise aus dem eigenen Freundeskreis, aber belastbare Daten in dem Sinne haben wir nicht, wo wir sagen können, irgendwie 2/3 nutzen ist eigentlich nur für einen Urlaub. Oder fürs Bücherschreiben. Fürs Bücherschreiben, genau, das benutzen auch manche oder andere Projekte. ein schneller Buchschreiber, ja. Aber was wir wissen, ist, dass häufig die Eltern diese 2 Monate parallel genommen werden zu den Müttermonaten, also die Monate, die die Mütter nehmen. Das kann man ja abfragen. Und das ist natürlich schon auch, wo diejenigen, die forschen dazu, wann übernimmt ein Vater auch danach mehr Verantwortung, alle sagen, der Unterschied kommt erst, wenn der Vater alleine tagsüber für das Kind zuständig ist und nicht, wenn das Kind schreit, sagt, hier, so, ja. Und das ist das, was den Unterschied macht. Von daher muss schon das Ziel sein, dass die auch mal alleine dann die 2 Monate nehmen. Und deswegen ist ja unser Konzept, wie wir sagen, wir gehen ja nicht über die Stunden, sondern 8 Monate würden komplett verfallen. Das ist schon ziemlich viel. Und da gehen wir eher davon aus, dass sich dann die Dynamik ändert im Sinne von, bist du bescheuert und nimmst nicht die 8 Monate? Ja, also das ist ja so heute wie mit den 2 Monate. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man die nicht nimmt, wird man eigentlich schon ein bisschen seltsam angeschaut. Und das ist unsere Hoffnung so psychologisch, dass das so funktioniert. Hat in Schweden auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht sind die deutschen Männer nicht so anders.
Ganz kurz will ich dazu noch mal eine Sache ergänzen. Das liegt natürlich ein bisschen auch an der Regelung. Elterngeld wird aufs Mutterschutzgeld voll angerechnet. Das heißt, wenn die Mutter die ersten 2 Monate nicht nimmt, kriegt sie trotzdem den gesamten Mutterschutz bezahlt, in der Regel, wenn sie angestellt ist. Und die Väter kriegen das Geld zusätzlich. Während wenn die Mutter die ersten 2 Monate nimmt, dann hat sie eigentlich oft nichts davon. Und also ich kenne auch gerade so Väterberatungsstellen, wo genau darauf hingewiesen wird. Und vielleicht ist das auch eine gesetzliche Regelung, die dazu führt. War jetzt noch eine Frage? Sonst dann sind wir gut in der Zeit, denn wir wollen hier auch noch mal eine Runde machen, um einen Schlussfazit für jeden zu ermöglichen. Eine grundsätzliche Frage würde ich aber auch ganz gern noch mal in den Raum stellen. Wir hatten ja schon öfter jetzt das Thema der Qualität, was Betreuung angeht, Bildung angeht. Es ist ja beides auch zusammen sehr eng, bei der Schule, aber auch bei der Kita. Und dass da mitunter natürlich, gerade wenn es um ökonomische Effekte geht, die sehr langfristig nur erwirtschaftet werden, während die kurzfristigen Effekte eines Krippenausbaus beispielsweise, der eine größere Erwerbstätigkeit der Mütter ermöglicht, sehr schnell ökonomische Auswirkungen hat und deswegen auch in der Politik oft vorrangig ist. Also diese Diskrepanz zwischen einer langfristig angelegten Familienpolitik, die eben diese Effekte mit einbezieht, und einer kurzfristigen, die auch nicht unwichtig ist, aber eben natürlich ökonomischen sehr viel stärkeren Druck auslöst. Jetzt würde ich ganz gerne eben noch mal zu einem abschließenden Schlusswort zunächst Herrn Hilmer das Wort erteilen. Was ist aus Ihrer Sicht, auch nach dieser Diskussion, aber vielleicht auch grundsätzlich nötig, familienpolitisch an oberster Stelle, was angepackt werden sollte? Wie viele Punkte darf ich nennen? die Kiste ist voll auf jeden Fall. Also, genau, nee, also klar, man darf so ein Podium natürlich nicht verlassen, ohne auf den weiteren Ausbau quantitativ und qualitativ der Betreuung hinzuweisen. Das ist sicherlich eine nach wie vor eine super wichtige Aufgabe und auch eine super effektive und effiziente Aufgabe. Da gibt es viele Studien, nicht nur unsere dünne hier, die das wirklich gut belegen, auch in Bezug auf Schulkindbetreuung, Ganztagsbetreuung und so. Das ist, glaube ich, erste Pflicht. Sicherlich den zweiten Punkt, den man auch nennen muss, denke ich, ist, dass man irgendwie an das Splitting heran muss, dass man das verändern muss mit den Effekten, wie Sie das auch vorhin beschrieben haben, Vertrauensschutz, aber dass man dort in eine andere Zeit endlich mal hereinkommt. Ja, wenn ich einen dritten Punkt nennen soll, würde ich schon versuchen oder gerne über dieses Thema Partnerschaftlichkeit weiter diskutieren und überlegen, wie man diese positiven Elemente beim Elterngeld, auch wenn sie konzeptionell immer noch weiterentwickelt werden können, aber das, was man dort erreicht hat, insbesondere auf auch die Involviertheit der Väter, wenn man das auch in anderen Leistungskonstruktionen mit berücksichtigen könnte. Zum Beispiel auch beim Kinderzuschlag. Auch dort könnte es einen Bonus geben, wenn beide Partner arbeiten, in nennenswerten Umfang arbeiten. So, also diesen Aspekt durchzudeklinieren, auch in anderen Leistungen, fände ich eine spannende und ertragreiche Aufgabe. Gut, Herr Rumpf, an Sie die gleiche Aufgabe, bitte. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Das ist schwierig, also Sie können ja zustimmen. Das ist ja Und füge noch hinzu, den Bereich Unternehmen, also dass man da nochmal ein bisschen mehr schaut, wie kann man da, bitte? Dankeschön, ja. Hatten wir vorher abgesprochen. Dass man da in dem Bereich einfach schaut, wie kann man Arbeitszeitmodelle finden, wie kann man die Unternehmen dazu bewegen, solche anderen Arbeitszeitmodelle oder auch Organisationsmodelle für ihre Beschäftigten zu finden, die eben so eine Partnerschaftlichkeit ermöglichen. Und da sind wir, da gibt es natürlich Ansätze, auch aus Eigeninteresse, aber das kann man sicherlich auch noch mal ein bisschen unterstützen. Das ist auch eine Frage der Sozialpartner, die das machen müssen. Aber da ist wahrscheinlich die größte Engstelle, wenn man mal die Betreuungssituation und die finanzielle Seite wegnimmt, dann
da muss ja letztlich auch die Partnerschaft, muss es ja passen. Ja? Es muss ja das, es muss ja vom offenen Unternehmen unterstützt werden und gefördert werden. Das bezieht sich auf Arbeitszeitmodelle, aber auch auf Karrierechancen. Und die Unternehmen haben in dem Bereich eigentlich relativ viel zu gewinnen. Ja? Auch gerade aufgrund des Fachkräftemangels. Also insofern da auch ein Win-Win, wenn man es eben ernst nimmt und richtig anpackt. Frau Brandner. Ja, da kann ich mich anschließen. Den Punkt hätte ich sonst gemacht, sagen, wir dürfen die Arbeitswelt nicht aus dem Blick verlieren. Ich wollte mal zu dieser Qualität Ausbau bei den Kitas sagen, wir haben ja noch längst nicht Ende der Fahnenstange beim Ausbau erreicht. Ja, wir haben jetzt vorletzte Sitzungswoche nochmal die 1 Milliarde verabschiedet für 100.000 extra Plätze für die nächsten 4 Jahre. Die Experten sagen aber für diesen Zeitraum schon einen Platzbedarf von 345.000 voraus. Also die Experten sagen heute schon, so ohne dass wir wissen, wie viele Kinder kommen noch auf die Welt, wie viele kommen noch zu uns, heute brauchen wir schon 345.000 Plätze. Wir haben jetzt 100.000, die finanziert sind. Da ist noch ein Gap von 245.000 Plätzen. Und da haben wir noch nicht einen Platz besser gemacht oder eine Erzieherin besser bezahlt. Und mich treibt gerade mit Sorge rum, dass wir statt über das zu reden, über die Qualität und die Plätze, wir schon jetzt über Beitragsfreiheit diskutieren. Ja, was für mich wirklich nicht prioritär ist. Natürlich will ich am Ende vielleicht das Ganze umsonst haben und ich möchte gerne bundesweit festlegen, dass es eine soziale Staffelung bedarf. Momentan ist im SGB 8 nur festgelegt, dass an sich gibt es eine Sozialstaffelung, aber die Länder können anders das regeln. Und diese Ausnahmeregel für die Länder, die muss da raus. Ja, wir brauchen überall in jeder Kommune sozial gestaffelte Beiträge, Elternbeiträge. Aber ich wäre jetzt wirklich prioritär für Qualität, Erzieherinnen besser bezahlen, Ausbau und dann, wenn wir noch Cash haben, dann auch noch weiter in die komplette Beitragsfreiheit. Weil das ist ja gerade sozusagen, wo läuft die Debatte, wohin gehen die Milliarden, würde ich da die Priorität setzen. Und dann eben Alleinerziehende, das muss jetzt endlich sein. Ich finde es unerträglich für ein reiches Land wie Deutschland, dass jedes zweite Kind im Hartz-IV-Bezug einen alleinerziehenden Haushalt hat. Das ist einfach überdurchschnittlich und nicht rechtfertigbar. Da würde ich sozusagen einen Schwerpunkt auch setzen und dann die Frage, die wir gestern diskutiert haben, echte Teilhabe von Kindern ermöglichen, also wie sicherstellen, dass sie an den kulturellen Gütern, Sport, Musik, alles Lernförderung teilhaben können. Ich glaube, das ist auch übrigens wirtschaftlicher langfristig sehr sinnvoll. Gut, also eine ganze Palette, wir haben hier gesehen, es ist nicht unbedingt kontrovers, sondern ich glaube, das baut aufeinander in vielen Bereichen auf. Angestrebt oder als Vision sicher eine partnerschaftlichere Aufteilung. Das ist hier auch unter den Diskutanten völlig Konsens, die aber nicht bedeutet, eine doppelte Berufstätigkeit mit unserem heutigen Arbeitszeitmodell, sondern eben einem da etwas abgespeckten, aber nichtsdestotrotz, also auch nochmal, um dieses Win-Win aufzugreifen, also sicher bedeutet es schon für Eltern künftig, also das ist aus gesellschaftlicher Sicht auch notwendig, dass sie mehr bezahlte Arbeit werden leisten, zusammengenommen jedenfalls. Das heißt also, nur Win ist es auch nicht. Es ist auch Leistung, die gefordert ist. Auf der anderen Seite aber eben dann halt auch mit der Aussicht, vielleicht wirtschaftlich dann als Familien noch besser dazustehen, gerade wenn das mit Blick auf Alleinerziehende auch gelingt. Aus Sicht der Unternehmen ist es auch nicht nur Win, sondern sie müssen sich stärker anpassen, denke ich. Auch das war hier deutlich, also dass Familien einen gewissen Bedarf haben an mehr Flexibilität, unter Umständen technisch in vielen Bereichen wird das auch möglich sein, aber es erfordert sicher auch einen Kulturwechsel. Und beim Staat, der auf mehr Einnahmen natürlich angewiesen ist und darauf setzt, ist es aber auch nicht nur Win, weil er muss erstmal, das hatte ja Frau Brandner eben gesagt, das wurde hier auf der anderen Seite auch erwähnt, also es ist sicher wichtig, da auch noch mehr zu investieren, also erstmal Geld in die Hand zu nehmen, was für Politiker auch bedeutet, unter Umständen jetzt Geld in die Hand zu nehmen, um in 20 Jahren auch besser dazustehen. Und das ist, glaube ich, in politischen Kreisen fast das Schwierigste, wie man Geld ausgibt. Aber es gibt, also auch das war, glaube ich, hier klar, ein ganz großes Spektrum, ein ganz dickes Brett, aber mit Sicherheit kein Gedöns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen guten weiteren Verlauf.